Wir spielen ja auf Latein, ne? Und wir, natürlich spielen wir auf Latein. Wir sollten jetzt Korrektus. idealerweise Bild und Tun. Bild und Ton. Ja, das Hirn ist durch, es ist Montag. Wir sollten jetzt Bild und Ton haben, hoffentlich. Und Menschen sollten uns gleich auch auf Twitch sehen und hören können. Und du wirst fragen, ganz Gallien. Nein, er wird fragen, ganz Gallien. Und du wirst antworten. Nein, ein kleines unbeugsames Dorf. Ein kleines Dorf voller unbeugsamer Gallier. Ja, Entschuldigung. Ja, ein kleines Dorf voller unbeugsamer Gallier leistet unerbittert. Ich kann kein Deutsch mehr heute. Gut, wir spielen auf Latein. Ja, gut, Ja, wir haben. quorum unam in colon belge, aliam aquitani, tertiam qui surum lingua caeterna nostra Tim, deine Gallia Übertragung ist appellantur. total schlecht. Ich verstehe gar nicht mehr, was du sagst. Hallo? Hallo? Hört ihr mich alle noch? Hallo? Ja, Hallo? der Sound ist gut. Der Chat sagt auch, der Sound ist gut. Gut, Ich denke, wir wunderbar. können anfangen. Der Sound ist gut. Wir haben gerade einen Raid bekommen mit 9 Personen von Frivolita und dann nutzen wir doch die Gelegenheit zu sagen, hallo, liebe Menschen im Internet. Wir sind heute hier, um gemeinsam und für euch Cthulhu zu spielen und zwar in einer ganz besonderen Variante, nämlich Cthulhu Invictus, das spielt in der römischen Antike. Und wir gucken mal, ob wir heute überleben, ob wir heute wahnsinnig werden. Wir werden es sehen. Das Ganze leitet der Uli für uns, der sich netterweise bereit erklärt hat, uns ja durch ein nicht ganz historisch korrektes römisches Reich zu jagen. Hallo Uli. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Was Ja, machen wir? wir spielen, wie du es ja schon sagtest, Cthulhu im alten Rom. Altes Rom heißt in diesem Fall, dass wir uns im Jahre 61 vor Christi Geburt befinden, von dem wir natürlich nicht wissen, dass es das Jahr 61 vor Christi Geburt ist. Wir befinden uns in der Stadt Kyrene, in der Kyrenaika. Das ist im Norden Afrikas, im heutigen Libyen. Eine alte griechische Stadtgründung, die vor wenigen Jahren, vor etwa 10, 15 Jahren, an die Römische Republik gefallen ist. Denn wir befinden uns nicht in der römischen Kaiserzeit, sondern dem Jahr angemessen in der Römischen Republik. Das heißt, wir sind ungefähr zur Zeit von Caesar, von Pompeius dem Großen, von Cicero und so weiter und so fort. Ja, wie du schon sagtest, wird es aber nicht historisch korrekt. Das heißt, wenn einer von euch alte Geschichte studiert und irgendwelche Fehler befindet, darf er sie gerne in den Chat schreiben. Aber wir sind ungefähr so historisch korrekt wie der landläufige Film über die römische Zeit. Hoffen aber, dass ihr dabei genauso viel Spaß habt, wie wir es hoffentlich haben werden. Also ich zumindest, die anderen bei Cthulhu wird man sehen, wie viel Spaß sie auf Dauer haben. Ja, wir sind hier versammelt mit 4 Spielern, die gerne dann mal reihum kurz ihre Charaktere vorstellen dürfen. Eventuell fangen wir an beim Tim. Ja, Tim spielt den Tiberius Allius Crispinus, einen jungen, gerade erst 18 Jahre alten Patrizier, dessen Vater kürzlich verstorben ist. Darauf war er eigentlich noch überhaupt nicht vorbereitet, denn Crispinus ist zwar geschickt, gut aussehend und hochintelligent, aber auch saufaul und hat bei der Ausbildung fast nur geschlafen. Ja, er legt sehr viel Wert auf Mode, auf eine gut sitzende Frisur und darauf, nicht so sehr von der Sonne gebräunt zu werden. Und ist hier jetzt, ja, mit seiner verbliebenen Familie oder seinem verbliebenen Haushalt unterwegs. Genau, Das ist die Überleitung zu Katrin. ja, die Katrin spielt heute Tims, Crispinos Mutter, die Alia Musa. Sein unfassbar gutes Aussehen hat er natürlich von ihr und ansonsten ist sie eher darauf bedacht gewesen, versorgt zu sein und einen schönen, starken, klugen, intelligenten und fleißigen jungen Mann großzuziehen. Das hat natürlich eher so semi-gut geklappt. Nicht wahr, Crispinus, mein Herz? Das hat natürlich sehr gut geklappt. Das hat der alte Lehrer ja auch immer bestätigt. Natürlich. Der existiert aber gar nicht mehr, was uns zu Ivy bringt.
Ja, ich habe vor einigen Jahren die Nachfolge des alten Lehrmeisters angetreten und ich spiele Medea. Medea ist die griechischstämmige Hauslehrerin des jungen Dominus und hat sich an ihm ziemlich abgemüht mit Mathematik, mit Astronomie, mit Geografie, mit allem, was man eigentlich wissen sollte, wenn man sein eigenes Haus, seine eigene Familie führen möchte. Und ja, er hat sich stattdessen lieber betrunken, Unsinn gemacht und Orgien gefeiert. Und ja, Medea ist Anfang 40, eine ja, klassische Universalgelehrte, so ein bisschen von allem Möglichen, lebt hinter irgendwelchen Schriftrollen und hat keinerlei, aber wirklich keinerlei Humor. Ja, das ist die Frage, Erik. Hat dein Charakter mehr Humor? Viel zu lachen hat er zumindest nicht. Ich spiele Samus, der nicht so ganz freiwillig zu dem ganzen Hofstaat hier gehört, in großen Anführungszeichen. Und er so als Mitbringsel aus einem östlichen Feldzug kommt und von dem alten Herren, der Leibarzt oder Apotheker, je nachdem, wer fragt, offiziell zumindest war, aber eigentlich sich mehr darauf versteht, gut zu deuten, was Leute im Schlafe so sehen. Ihr alle seid, wie ich bereits sagte, in Kyrene, in dieser erhabenen und durchaus auch recht großen griechischen Handelsstadt, oder nennen wir sie mal jetzt römische Handelsstadt, voller Griechen. Die Stadt selbst, ist sehr reich. Sie, ist, allerdings durchaus nicht konfliktfrei. Es gab in den letzten Jahren immer wieder mal, Unruhen. Tatsächlich ist es so, dass die Stadt vor, einiger Zeit testamentarisch an die Römische Republik vermacht wurde vom damaligen König, als er ohne Kinder gestorben ist. Die Römer erst gesagt haben, nee, brauchen wir nicht, alles ist gut, ihr werdet mal schön alle unabhängig. Und es dann aber so viele Unruhen und Bürgerkriege gab, dass die Römer irgendwann gesagt haben, na gut, dann kommen wir halt rein und machen Ordnung, weil sonst stört es uns so ein bisschen bei den Handelsbeziehungen. Ihr selbst wart ganz vorne mit dabei, als zu dieser Zeit die Handelsbeziehungen geknüpft wurden, weil ihr auch schon vorher Verbindungen in die Stadt hattet. Und dein Vater, Tiberius, hatte hier vor allen Dingen mit einem seiner alten, wie er es immer nannte, guten Freunde namens Ampelios, Ampelios von Kyrene, ein Weinhändler, zu tun. Als dein Vater dann aber relativ unerwartet gestorben ist, ihr wisst bis heute nicht so genau, woran es lag, ist euch aufgefallen, dass er zwar euer Haus scheinbar recht gut geführt hat, dass aber die Unterlagen, die Dokumentation sehr zu wünschen übrig ließen. Das heißt, ihr standet plötzlich vor den Geschäften, die du jetzt völlig, nennen wir es mal, unerfahren, ungeeignet, würden manche bösen Zungen behaupten, übernehmen sollst, ohne wirklich zu wissen, wie eure Beziehungen sind. Ihr wusstet noch, dass dein Vater immer wieder erzählte, dass Ampelios euch ja sehr viel Geld schuldet, und dass das alleine ja schon quasi dafür sorgt, dass ihr auf ewig ein gutes Auskommen haben werdet. Habt allerdings keinerlei Schuldscheine oder ähnliches in den Hinterlassenschaften gefunden. Das heißt, ihr seid nach Kyrene gereist, um zum einen eure Geschäftsbeziehungen zu festigen, zu sichern, zum anderen aber auch mehr oder minder diskret herauszufinden, ob und wie viel Geld ihr euch denn wirklich schuldet, ohne zu verraten, dass ihr eigentlich gar nicht wisst, ob ihr euch Geld schuldet. Weil sonst könnt ihr natürlich schön sagen, ich? Geld? Nein. Ach, wer seid ihr überhaupt? Ja, ihr seid jetzt bereits seit einigen Tagen in der Stadt. Es gab das Übliche zur Begrüßung, Festivitäten, Gelage, Theaterbesuche und ähnliches. Es gab gar nicht so wirklich die Zeit, schon direkt mit Geschäftlichem rauszurücken, denn immer, wenn ihr so irgendwas angesprochen habt, hat Ampelios gesagt, ja, da haben wir doch später noch Zeit, das können wir doch zum anderen Zeitpunkt klären. Und wirkte auch die ganze Zeit eigentlich ein bisschen abwesend, als wäre er in Gedanken woanders. War euch gegenüber aber normal freundlich, also hat euch wie alte Freunde der Familie behandelt. Ja, das ist jetzt etwa seit 4 Tagen der Stand der Dinge und man könnte den Eindruck gewinnen, dass man euch irgendwie hinhalten möchte. Vielleicht hat der Mann aber auch wirklich gerade einfach andere Sachen zu tun. Das ist der Status, als ihr am nächsten Morgen aufwacht, es zum Frühstück kommt ins große Atrium und dann der Leibdiener von Ampelios euch begrüßt und euch mitteilt: Oh, hoher Herr Crispinus, verzeiht, aber der Herr Ampelios lässt sich entschuldigen, ihm geht es heute nicht gut.
Nun ja, sein altes Leiden ist ausgebrochen. Er braucht etwas Ruhe. Aber er hat mir aufgetragen, euch jeglichen Wunsch zu erfüllen. Das tut uns ja sehr leid. Was ist denn das Programm für heute? Das Programm, natürlich. Das Programm ist, dass ihr heute einen Besuch auf der Agora machen werdet, um die Marktstände des Herrn Ampelios zu begutachten, die Waren zu sichten. Waren wir da nicht vorgestern schon? Oh nein, das war der andere Marktherr bestimmt. Ach, es gibt einen zweiten Markt. Wie aufregend hier in der hier in Kyrene. Sehr wohl, Herr, sehr wohl. Es ist eine wunderschöne Stadt, nicht wahr? Ja, du. Es wäre auf jeden Fall gut, wenn ihr vielleicht eure Unternehmungen heute draußen in der Stadt vollführt, denn der Herr, ich möchte seine Ruhe nicht stören, wenn ihr versteht. Die Festivitäten für heute Abend wurden auch abgesagt. Oh. Aber ich nehme an, da wir die letzten 4 Tage Festivitäten hatten, ist das nicht so schlimm, nicht wahr, Herr? Man sieht zum ersten Mal ernsthafte Enttäuschung in Crispinos Blick. Ja, Mutter, gibt es etwas, was du gerne tun würdest heute? Ja, wenn ein Marktbesuch angesetzt ist, wäre, ja, schauen wir uns halt auch diesen Markt. Ja, euch wird dann das übliche Frühstück kredenzt, also alles recht üppig. Ich weiß gar nicht, ob ihr eure Bediensteten mit am Tisch sitzen lasst, ansonsten ist für die in der Nebenkammer irgendwo was bereitet worden. Nein, 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 nein. Mein Apotheker sitzt natürlich etwas hinter mir, aber mit bei uns natürlich. Trägt dein Apotheker denn eigentlich auch römische Kleidung, also Tunika, oder darf er seine alte Kleidung von zu Hause tragen? Er darf, das wirkt noch exotischer. Schaue dir an, wie klein und hässlich er ist. Ja. Gut, dann nach dem Frühstück. Der Leibdiener lässt sich ja tatsächlich auch entschuldigen. Er müsse sich dann um seinen Herrn kümmern, aber er hat euch einen Sklaven des Hauses bereitgestellt, der euch dann zur Agora führen wird und euch dort die Stände zeigen wird. Gut, und wenn ihr dann keine Ausreden mehr findet, da nicht lang zu gehen, würde er dann auch vorgehen und ihr ihm wahrscheinlich folgen. Ja, es ist relativ voll in der Stadt. Es ist, wie gesagt, ein sehr geschäftiges Treiben. Auf der Agora führt er euch dann auch zu diversen Weinständen. Ihr wisst ja, Ampelios ist Weinhändler. Er lässt euch diverse Sachen auch kosten. Und ihr stellt fest, der Wein ist gar nicht mal so gut. Also es ist eher, also ich sag mal, in Rom würdet ihr sowas auf jeden Fall nicht trinken. Vielleicht irgendwie in der Unterstadt oder sowas oder in den Gassen, aber nichts, womit ihr jetzt irgendwie an einer vornehmen Tafel vorlieb nehmen könntet. Und es wirkt auch tatsächlich so, als wenn das nicht der Wein ist, den ihr beim Pelius im Haus kredenzt bekommt. Den lässt er wahrscheinlich eher von jemand anderem dann liefern. Zumindest für die guten Gäste. Ist das ein anderer Jahrgang als euer Vorrat zu Hause? Sprichst du Griechisch? Nein. Dann guckt der Sklave dich fragend an. Und nickt dann. Könntest du mir vielleicht helfen? Vivi, man hört dich nicht. Ja, selbstverständlich, Herr. Ich übersetze mal. Nein, das ist der Jahrgang von vorletztem Jahr. Vorletztes Jahr, Herr. Haben wir den nicht auch heute, auch gestern Abend? Zumindest hat Ampelios das behauptet. Schmeckt aber vollkommen anders. Dieser Abgang nach Straßenbelag. Der junge Mann, der das ausgeschenkt hat, der ist Grieche? Ja, oder die meisten spricht hier. Griechisch. Genau, also er ist Grieche, ja. Wunderbar, dann würde ich ihn mal unter der Hand fragen, während die Herrschaften sich über die Qualität des Weines auslassen. Sag, ist es üblich, dass der Hausherr privat Wein ausschenken lässt, der nicht seiner eigenen Produktion entstammt? Natürlich, um Gottes Willen, der hohe Herr würde niemals diesen Wein trinken. Ich verstehe. Gut, gut. Danke, danke, das habe ich schon gedacht. Das ist Massenware.
Ja, schmeckt man, aber. Aber er hat wohl einige. Er guckt so einen Seitenblick auf die anderen, aber wenn er sieht, dass die weit genug weg sind oder gerade beschäftigt sind, einige Fremdländer gefunden, die gutes Geld dafür bezahlen für die Einfuhr. Ja, irgendjemand findet man sicher immer. Ja, irgendjemand wird verzweifelt genug sein, auch das zu trinken. Ja, vielen Dank. Ja, ansonsten zeigen sie euch tatsächlich sehr ausgiebig jetzt die Waren und sonst was. Es ist aus deiner Sicht, Tiberius, das Langweiligste wahrscheinlich, was du dir gerade vorstellen kannst. Aber es gehört halt nun mal zum Geschäft dazu. Als euch Ja, allerdings aber. etwas weiter die Agora runter, mitten auf dem Platz, ihr einen kleinen, ja, fast schon Tumult, würde ich sagen, sehen könnt. Auf jeden Fall etwas, was vielleicht aus deiner Sicht interessanter ausschaut, als erzählt zu bekommen, wie genau die Traubenlese Ja. funktioniert oder ähnliches. Schlägereien sind auf jeden Fall spannender als Geschäft und schlechter Wein. Also willst du da dich hinbewegen? Oh, was ist denn da drüben los? Oh, der Grieche, wenn er sieht, dass du hin bist, spricht dann jetzt Medea direkt an. Oh, da sollten wir nicht hingehen. Wer weiß, was den hohen Herrschaften. Also, das ist ja ein regelrechter Tumult. Ich bin ja sehr klein. Ich würde mal, keine Ahnung, gibt es eine Kiste, auf die ich mich stellen kann, damit ich sehe, Ja, was da klar. hinten los ist? Okay, mache ich. Ja, also das ist tatsächlich scheinbar Tumult, würdest du jetzt sagen, es sieht nicht gefährlich aus. Es ist ja eher so eine Menschentraube. Leute versuchen aneinander vorbei zu gucken, was da ist. Du siehst in der Mitte einige Kamele. Es scheint dort eine Karawane angekommen zu sein. Du siehst auch Leute da teilweise drumherum stehen, die sehen aus, als wären sie länger durch die Wildnis gezogen, also über den Landweg hierher gekommen. Und irgendwas scheint die mitgebracht zu haben, was für helle Aufregung auch für Gelächter und Belustigung sorgt. Ich komme mal wieder von meiner Kiste runter, weil währenddessen hat sich mein Herr wahrscheinlich schon ins Gewühl gestürzt. Ist gut möglich. Ja, wenn du da ankommen solltest, Tiberius, du kannst ja auch problemlos einen Weg bahnen, weil du siehst schon nach hohem römischen Heer aus und du hast schon mitgekriegt, den wird hier niemand versucht, sich gerade schlecht mit den Römern zu stellen. Die sind ja schließlich die neuen Herren der Stadt. Kannst da, ohne groß Leute berühren zu müssen, deinen Weg durchbahnen und stehst dann vor dieser Karawane und siehst, dass die neben einigen Kisten, wo du nicht weißt, was drin ist, die sie gerade abladen, in einen großen Spalten Stoff gewickelt, den sie jetzt halb ausgewickelt haben, scheinbar eine Art Statue mitgebracht haben. Statue, die weniger, ich sag mal, dem griechischen oder römischen Ideal entspricht, sondern geradezu eine lächerliche Pose darstellt, jemand, der irgendwie so auf dem Rücken liegt. Und auch sehr ungewöhnlich, diese Statue ist gekleidet. Die trägt echte Kleidung, also nicht rausgearbeitete Kleidung. Ansonsten Ah. handwerklich würdest du sagen, extrem gut. Der Stein selbst ist kein Marmor, also nichts, was du dir jetzt irgendwo hinstellen würdest, abgesehen von der Pose. Aber Das. Kunstwertigkeit kannst du ja vielleicht sogar zu schätzen wissen. Die Klamotten sehen allerdings ultra lächerlich aus. Das sieht so ein bisschen aus wie das, was Samus manchmal trägt. Armenisch. Ja, nicht direkt armenisch, aber so im Stile. Ne? Also auf jeden Fall nichts, was ein ärmerer Römer oder Grieche tragen würde. Hosen. Ja, tatsächlich auch. Und so ein weites Gewand drüber mit verschlungenen Zeichen drauf, sehr bunt. Dann fällt dir aber etwas auf, was tatsächlich doch etwas verstörend ist. Das ist scheinbar eine Statue von Ampelios. Und du kriegst jetzt auch das Lachen drumherum weg, Ach und Leute, die was. darauf zeigen und sonst irgendwas. Also, die scheint für große Belustigung hier zu sorgen. Trägt er auch solche Kleidung normalerweise? Nein, überhaupt nicht. Ampelios ist ein ehrbarer Grieche, der trägt natürlich sinnvolle Klamotten. Ja, und Du verstehst natürlich nicht, was die Leute rumreden. Die reden alle Griechisch. ist hier auch die Statue zeigt ihn auch genau in dem Alter, in dem er jetzt ist, oder jünger, Nee, das ist oder. schon so, wie er jetzt aussieht, ungefähr. Ich dränge mich mal so hin. Das ist ja skurril. Kommt dir dieser Herr auch bekannt vor, Mutter? Ja, er sieht aus wie unser Gastgeber. Dass man schon Statuen von ihm anfertigt Ja, aber und dann das noch ist in so lächerlicher Pose? keine Prunkstatue, sage ich mal. und die Und die Reaktion der Kleidung. Leute zeigt auch definitiv, die Leute scheinen sich gerade sehr darüber zu amüsieren und lustig zu machen. Du sagtest Zeichen, irgendwas von, sagen wir mal, religiöser Relevanz oder?
Möchtest du dir das näher anschauen? Ich würde mir das gerne näher anschauen. Ich bin so unverschämt und sehe ja eh anders aus. Ja, ja, tatsächlich, als du kommst, gucken Leute kurz irritiert auf deine Klamotten und fangen dann auch in deine Richtung an zu kichern. Du darfst mal einen Wurf auf Okkult machen. Natürlich. Ein fröhliches Völkchen hier. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung, kann ich mal bitte durch? Danke, danke, Entschuldigung, kann ich mal bitte durch? Ja, die Leute machen dir Platz. Danke, danke. Ja. Willst du das wissen, wie tief drunter, oder? Ja, ja, wäre gut zu wissen. 32 von 65. Na, okay, Hälfte also. Mhm. Du hast so Zeichen tatsächlich schon mal gesehen in einem alten Folianten. Das ist definitiv nicht armenisch, das weißt du. Das ist auch nicht irgendwie aus der Nähe, also kein Parthisch oder Sumerisch oder ähnliches, sondern das ist ziemlich sicher eher noch weiter aus dem Süden kommt. Vielleicht Palmyra, so die syrische Ecke, vielleicht aber auch noch weiter Richtung Arabia Felix, Saba, irgendwie so diese Region. Und das sind Zeichen, die deines Erachtens von dortigen Magiern oder Ähnlichem benutzt werden. Also das ist nicht so, dass da einfach deines Erachtens jemand lustig wild was gemacht hat, was er glaubt, was orientalisch aussehen sollte. Und das ist, würdest du sagen, durchaus genuin orientalisch, was er da, was diese Statue da trägt. Und die magischen Zeichen sind eher, was ja bisher zur Hälfte drunter geblieben, würdest du jetzt nicht eher positive Zeichen sagen, sondern eher, also jetzt nicht Schutzzeichen so, sondern eher Zeichen der Beschwörung, des fast schon Zeichen der Wut oder des Hasses eher. Sachen, die man benutzt, wenn man ihn verfluchen will. Es hat jemand ernst gemeint mit dem Gewand. Es scheint mir doch authentisch. Medea, du verstehst ja, was die Leute hier drumherum sagen. Und du kriegst mit, dass die Leute sich tatsächlich alle scheinbar der Meinung sind, da hat jemand am Pelios aber so einen richtigen Streich spielen wollen und ihm eine Lächerlichkeit preisgeben wollen. Und sie deuten das tatsächlich so, dass das zeigen soll, ja, wie am Pelios, so wie er da am Boden liegt, unterwirft er sich ja auch quasi den Römern, den neuen Herren der Stadt. Der bietet sich denen ja an und dass auch dieses fremdländische Kleidung und sowas, die Leute scheinen zwar zu wissen, dass es nicht römisch ist, aber es deutet für die quasi dieses an, der Pelios, der hat die alten Sitten vergessen, er ist quasi ein Schoßhund der Römer. Und die Leute amüsieren sich ganz köstlich darüber, dass er hier öffentlich dem Spottpreis gegeben wird, was ja in so einer Gesellschaft auch eine Höchststrafe eigentlich ist. Wenn ich das übersetze für die Herrschaften, dann übersetze ich das vielleicht leicht anders. Also dann werde ich wahrscheinlich sagen, ja, der gilt als speichellecker und als rückgratlos. Und deswegen wünscht man ihm das hier. Ich werde also diese ganze... Der ist ein den Römern sich anbietern, da werde ich, glaube ich, einfach verschweigen. Ganz kurz, von euch sonst spricht auch keiner Griechisch, ne? Also abgesehen von Tiberius wissen wir ja gut. Ja, dann gerade hast so natürlich hast du volle Kommunikationshoheit hier. Ja, also ich würde es einfach so nicht lügen, aber weglassen. Ich weiß ja, sie regen sich sonst nur auf. Ja, diese Römer, die sind da ja, manchmal ein bisschen... Einfach kein Verständnis dafür, dass man nicht einfach überall reinwalzt und behauptet, wir sind die Hochkultur, wir machen das schon seit Jahrhunderten, wir sind Griechen, wir machen das ja schon viel länger. Ihr Römer dürft allerdings mal auf Spot Hidden würfeln. Ein Würfelwurf, wie aufregend. Nein. 74. Hast du einen Wert von größer als 74? Nein, doch. Ja, dann kriegt ihr nichts mit. Du gerade da eben warst, hast das aber natürlich mitgekriegt mit der. Teilweise zeigen die Leute jetzt auch so versteckt auf die Römer, so nach dem Motto, so, ach, sind das nicht irgendwelche von seinen Freunden? Und ach, guck mal, der hat auch so einen Magier, also so einen Orientalen dabei. Also man scheint das jetzt auch mit euch zu verknüpfen, was natürlich für euren Ruf auch nicht zwingend gut ist in der Stadt. Also du hast auf jeden Fall den Eindruck, je länger diese Statue liegt, die Menschenmasse wird auch immer größer, desto negativer ist das für euren Gastgeber. Und potenziell auch für euch. Dominus. Ja, mit dir, was möchtet ihr? Wir sollten vielleicht dafür sorgen, dass diese Statue von der Straße verschwindet. Das Ganze nimmt gerade es ist schwer zu übersetzen, aber das Ganze nimmt gerade eine seltsame Eigendynamik an und ich glaube, es schadet dem Ansehen unseres Gastgebers und somit auch eurem Ansehen, wenn er hier weiter der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Also sein Abbild.
Wem gehört diese Statue hier überhaupt? Ich kann versuchen, mehr herauszufinden, aber vielleicht solltet ihr jemanden requirieren, der sich um das Problem kümmert. Haben wir denn niemanden, der... Also... Ich gucke mich mal so hilfesuchend um. Gibt es irgendwelche jungen, starken Männer, die aussehen, als würden sie alles für Geld tun? Es gibt Träger hier, natürlich. Wir sind auf dem Markt. Ja, dann... Die Statue liegt ja erstmal herrenlos, oder ist der Luft offen? Direkt vor der Karawane. Die Karawane scheint die mitgebracht zu haben. Hm. Kann ich jemanden fragen von der Karawane, wo das Ding denn herkommt? Ja, klar. Also wenn du da zu einem gehst, der scheint kein Grieche zu sein. Oh. Oder wahrscheinlich eher ein Libur, einer von den der Volkschaft hier aus Libyen. Aber er scheint griechisch zu sprechen. Also wenn du ihn ansprichst, antwortet er zwar mit Akzent. Ja. Wo ist denn diese furchtbare Statue her? Das Ding. Das haben wir auf dem Weg hierher gefunden. Vielleicht... ein, zwei Stadien außerhalb der Stadt. In der Wüste. Lag da einfach so rum? Sie war halb vom Sand verweht, als wir sie gefunden haben. Vom Sand verweht? Ja. Melia, dann sagt Ihnen doch... Ja, gestern Nacht gab es einen Sandsturm. Melia, sagt Ihnen doch bitte, dass Sie wieder einladen sollen und ich mache eine möglichst befehlende Geste. Ja, wo sollen Sie sie denn hinbringen? Egal, Hauptsache erstmal wieder in ihren Wagen herein und abdecken. Mhm. Haben die einen Wagen oder einen? Die haben Kamele. Kamele, ja. Also die war so halb in so einen großen Stoffballen, den sie scheinbar als Ware dabei hatten, eingewickelt. Mhm. Aber ist halt jetzt ausgewickelt. Dann erstmal wieder einwickeln. Den Stoff wieder anzupacken. Ja, der packt die Statue doch bitte in den Stoff wieder ein. Mein Herr kauft den ganzen Ballen. Oh! Und die Statue? Und die Statue. Korrekt. Ist die eurem Herrn wichtig? Nein, nein, er hat nur einen seltsamen Sinn für Humor. Mach bitte mal einen Fast Talk. Check zu sehen, ob er dir das glaubt. Dass das bestimmt nicht, aber gut, ich kann es probieren. Moment. Ich jetzt noch das kann ich versuchen, meinen Status herauszukehren? Ja, du kannst gerne einen Status-Check machen, daneben stehen als Römer, dem die Stadt gehört eigentlich. Nein. Also, nein. Ach, Mist, 63 von 60. Nee, dann auch du nicht. Also, außer du möchtest Lackpunkte ausgeben dafür schon. Lack, ich habe gerade Lack verstanden, also Lack wie. Glück. Sprühlack. Lack gesoffen. Ja. Ihr sprecht Latein, nehme ich an, ja? Wenn die beiden miteinander reden, wahrscheinlich ja. Latein, ja. Weil der Tiberius ja scheinbar in der Schule nicht aufgepasst hat. Hm. Ah, okay. Hat er wohl. Prioritäten. Ich würde versuchen, um die Diskussion nicht noch weiter anzufachen, spontan etwas zu dem Karawanenmenschen etwas zu rezitieren über die Herkunft dieser Kleidung und einfach eine Geschichte zu erfinden, warum diese Zeichen ganz furchtbar Unglück bringen und er die bitte am besten so schnell wie möglich loswerden soll. Machst du das auf Latein oder auf welcher Sprache? Der vermutlich meine Sprache nicht spricht, werde ich das wohl auf Latein tun müssen. Dann gucken wir mal, ob er Latein kann. Du hast Glück, er kann tatsächlich genug Latein, dass er das versteht. Das und erfolgt. Während er scheinbar erst überlegt hat, wie viel Geld er euch jetzt abknüpfen kann für diese Statue, schafft es Samus ihm da so viel Angst zu machen, dass er euch tatsächlich dann anbietet, den Stoffballen für 30 Sesterzen zu kaufen, inklusive der Statue. Aber ihr müsst sie dann selbst wegschaffen, weil anfassen würde er sie nicht nochmal. Also 30 Sesterzen ist etwas mehr, als ihr für den Stoff selbst zahlen würdet, aber es ist nicht so, wie er scheinbar gerade sich überlegt hat mit, wie viel kann ich da rausschlagen, sondern eher schnell. Kann ich versuchen, ihn auf 20 runterzuhandeln? Klar, mit welchem Skill möchtest du das machen? Fast Talk? Persuade. Persuade ist eher langfristig, das ist jetzt nicht zum Handeln hier. Das wäre, wenn du ihn langfristig davon überzeugen willst, dass er mit Römern gute Geschäfte machen kann oder so. Ah, okay. Ja, dann nicht. Ja, dann 30 Sesterzen. Ach komm. Das tut mir nicht alles. Ist das denn ein schöner Stoff? Das ist so ein ganz normaler Stoff für Sklavenkleidung oder sowas. Also nichts, was jetzt für die hohen Herrschaften was taugt. Aber es ist ein großer Ballen.
Und er erzählt ja auch, den hätten sie aus Ägypten hergebracht. Hm. Ja, vielleicht kriegen wir von Ampelius noch irgendwas für die Statue. Vielleicht hat er ja einen kruden Sinn für Humor. Ja, wird dann auch wieder eingerollt und ihr könnt auch problemlos dann noch ein paar Träger für praktisch nicht mehr extra Geld dazu kriegen, die dann für euch zur Villa von Ampelius bringen. Ja, wenn ihr dort ankommt, legen sie die ab. Ich nehme an, im Atrium, weil ihr die wahrscheinlich jetzt nicht auf euer Zimmer bringen lassen wollt oder sowas. Der Leibdiener, der scheint auch sehr überrascht zu sein, euch schon wieder zu sehen. Oh, Herrschaften, ihr seid schon zurück vom Markt. Ich dachte, ihr seid vielleicht noch einige Stunden länger unterwegs. Das sieht auch so aus, als wenn er nicht so früh mit, also als wenn es ihm nicht so recht wäre, dass ihr jetzt schon wieder da seid. Gab überraschende Vorkommnisse. Ihr habt etwas erworben. Soll ich es auf euer Zimmer oder in den Stall bringen lassen? Vielleicht wäre es gut, Ampelius doch aufzuwecken. Oh, es tut mir sehr leid. Ampelius ist wirklich unpässlich. Die Ärzte haben gesagt, dass es von höchster Wichtigkeit ist, dass er an solchen Tagen, wenn es zu einem Ausbruch kommt, dass er dann ruht. Wenn ich euch kurz... Samos, hilf mir eben. Und ich wickle die Statue aus. Oder wir wickeln die Statue aus. Ja, ich helfe natürlich. Er guckt auch sehr erschrocken. Sagt, oh mein Gott, warum habt ihr so etwas anfertigen lassen, hoher Herr? Ampelius hat euch Obacht in seinem Heim gegeben. Ist ein... Also. Kannst du uns sagen, was diese Schrift bedeutet? Du zeigst auf die Schriftzeichen oder was? Oder diese Statue bedeutet? Offensichtlich, ihr habt sie nicht angefertigt, Herr? Nein, das haben wir nicht. Irgendwas ist so ganz offensichtlich, was es sein soll. Das soll meinen Herrn lächerlich machen, das ist ja furchtbar. Wo habt ihr das her? Es fiel uns vor die Füße. Auf der Agora. Auf der Agora? Haben es etwa andere gesehen? Nein, nur ein paar hundert. Was? Das ist ja furchtbar. Ich werde dem Herrn Ampelius, sobald es ihm besser geht, davon berichten, aber besser nicht jetzt, solange er in einem geschwächten Zustand ist. Mhm. Ihr dürft alle mal auf Insight würfeln. Klingt doch was nach Fisch. Gerade so drunter. Das war eine schlaue Idee. Irgendwie habe ich übersehen, das Insight überhaupt zu steigern. Super. Das war ein Wert von 5. Passt doch. Du achtest halt nur auf dich, nicht auf andere Leute. Ich hab's geschafft. Party und Verprassen. Nee. Ja. Ich hab's auch geschafft. Ah, okay. Also ihr, die es geschafft habt, ihr habt den Eindruck, dass er nicht nur, ich sag mal, dass es ihm nicht nur unpässlich kommt, dass er jetzt hier seid, weil er jetzt damit Arbeit hat, sondern weil er eigentlich euch gerne gerade loswerden wollen würde. Ihr habt auch den Eindruck, dass das mit der Krankheit von Ampelius nicht unbedingt so 100% der Wahrheit entspricht. Genauer könnt ihr es aber nicht sagen. Und ihr habt vor allen Dingen auch den Eindruck, dass er auf die Statue, also er scheint das ernst zu meinen mit dem, dass das scheinbar irgendwas ist, was seinen Herrn lächerlich machen soll. Aber er scheint vor allen Dingen auch besorgt zu sein, er hat sich die Kleidung sehr viel genauer angeschaut. So. Und es wirkte kurz so, als hätte er so etwas vielleicht schon mal gesehen. Hm. Nun, am besten lassen wir dann jemanden, ein Steinmetz oder ähnliches kommen, der das sofort zerstört, nicht wahr? Und die Kleidung? Verbrennen sollten wir das am besten, würde ich sagen. Das würde ich nicht. Wie teuer sieht dieser Stoff aus dem das gemacht ist? Ziemlich teuer. Also du würdest sagen, das ganze Gewand, da muss man schon aus der höheren Gesellschaft kommen, um sich das so schneidern lassen zu können. Ich würde das gerne mal anfassen, um die Qualität des Stoffes zu merken. Seide. Ich gucke den Sieht ein bisschen, du siehst jetzt auch, wenn du es dir näher anschaust, da ist jemand länger drin rumgelaufen. Und zwar nicht im Sinne eines höfischen Gelages oder sowas, sondern eher in der Wildnis mit rumgelaufen, wofür sowas natürlich eigentlich nicht gut geeignet ist. Und es ist die Statue noch mal... trägt übrigens jetzt, wenn du das anhebst, siehst du, die Statue trägt sogar Sandalen. Oh. Es ist normal, dass ihr Kleidung aus Seide hier verbrennt in eurem Haus. Seide, ach, das hatte ich gar nicht gesehen, hohe Herrin. Nein, dann sollten wir es vielleicht
umarbeiten lassen oder ähnliches. Ich verzeiht, das ist es. Ich diese Statue zu sehen, hat mich ein wenig vielleicht forschen handeln lassen. Ich verzeiht, Herrin. Herr, ich richte nur sehr ungern von mir aus das Wort an euch, wie ihr wisst. Übrigens, der Haussklave, der spricht Latein, also in seiner Gegenwart, der hört euch, wenn ihr was sagt. Aber ja, hatte euer Freund Verbindungen in den Süden? Ich weiß nicht. Sehr spezielle Kleidung, die die Statue trägt. Das hättest du Vater fragen müssen. Und das kann ich momentan wohl eher schlecht. Was heißt denn spezielle Kleidung? Dass das Seide ist, sehe ich. Nun ja, vermutlich würden eher Personen meiner Profession nur nicht in so positiver Weise diese Kleidung tragen. Das ist das exotische Gewand eines Leibarztes? Ich lasse es so los. Nun, Leibarzt, ja, das ist das, was ich bin, richtig. Ja, ich werfe mit dir einen vielsagenden Blick zu. Der Hausdiener von Ampelios hingegen scheint sehr verwirrt zu sein, worum es jetzt gerade geht. Und Samus, was spricht jetzt dagegen, diese Kleidung umarbeiten zu lassen? Nun, natürlich im Grunde nichts, außer dass es interessant ist. Interessant. Sagt dir das, was da drauf gearbeitet ist, irgendwas? Durchaus. Und ich würde eine Kurzfassung von dem, was du mir eben erzählt hast, also das ist Beschwörungszeichen und dass es da um negative Dinge und Wut und dergleichen geht. Vielleicht fühlen sich ja erstmal alle besser, wenn wir diese Statue, die Kleidung einfach ausziehen. Ja, du stellst fest, das wird schwierig, denn so wie die ist, kriegst du das nicht über die Arme oder ähnliches, ne? Die ist halt so. Das sieht tatsächlich so aus, als wenn die um diese Statue quasi herumgeschneidert worden sei. Weil anders kannst du es dir nicht erklären. Also es kann nicht drüber angezogen worden sein. Was ist das überhaupt für eine seltsame Kleidung, die man nicht einfach so abziehen kann? Wie unpraktisch. Ja, ich werde mich dann darum kümmern, dass ein Steinmetz kommt, nicht wahr? Und Moment. Wein. Und das hast Wein. Du ja wohl nicht zu entscheiden. Oh, verzeiht, Dominus. Espinius, mein Herz, Wein. Ja, eine gute und Idee. Eine Schale mit Essigwasser. Sehr genau. Wohl. Seid so gut. Ja, er scheint nicht so begeistert zu sein, hier von Römern in seinem Haus, also in dem Haus seines Herrn herumkommandiert zu werden, aber er hat ja gesagt bekommen, er soll alles tun, was ihr wollt, also holt ihr euch die Sachen. Und damit seid ihr jetzt erstmal kurz alleine, weil er jetzt das Zeug besorgen muss. Ich wasche mir die Hände mit dem Essigwasser. Was ist das denn für ein eigenartiger Diener, der einfach so sagt, dass jetzt Status zerstört werden soll? Das hätte es bei uns im Haus nicht gegeben, Crispinus, mein Herz. Das hätte mich auch sehr verwundert. Samus, einmal gegen Beschwörungsformeln, jetzt. Natürlich. Mach! Und ich spreche irgendwelche Kauderwelsch-Sätze auf meine eigene Sprache. Ach, danke. Selbstverständlich. Ja, wollt ihr die jetzt mitten in der Eingangshalle liegen lassen, die Statue, oder irgendwo anders hinschaffen? Ist ja nicht unser Problem. Wir können ja wieder einen Teil vom Stoffballen darüber hängen. Ja, das geht. Wollt ihr sie euch noch näher anschauen? Den Stoffballen? Nein, die Statue. Ja. Ja, hat die Statue denn unterhalb der Kleidung noch irgendwelche Besonderheiten, die man ansehen kann, ohne das Gewand jetzt runterzureißen? Ja, also tatsächlich, die trägt sogar Unterkleidung, also so eine gewickelte Unterwäsche. Und wenn du da dann sogar ein bisschen guckst, sie scheint anatomisch korrekt geformt zu sein.
Also es ist einfach ein Aufwand und eine Kunstfertigkeit in diese Statue geflossen, die schon, also da muss jemand ihn sehr gehasst haben, was das an Geld gekostet haben muss, das zu fertigen. Zumal auch du, Ihn aber gleichzeitig auch sehr gut gekannt haben. ja, also du weißt jetzt nicht, ob das 100% akkurat ist, so genau kennst du ihn jetzt auch nicht. Die Form des Ohrläppchens, keine Ahnung. Ja, genau. Aber es ist auch tatsächlich so, selbst Medea, du kannst das ja einschätzen, du bist ja durchaus kulturell bewandert. Das muss schon ein Meisterbildhauer gewesen sein. Zum einen, weil das einfach ein Stein ist, der sich gar nicht, also es ist so ein ganz normaler Stein, das ist jetzt nicht irgendwie super zu bearbeiten. Und selbst Haare strehen und sowas sind sehr akkurat gemacht. Und auch der Gesichtsausdruck, der ist richtig lebhaft. Also das ist schon, ja, also wenn Ampelius jemand so sehr gehasst haben muss, so eine Statue anzufertigen, dann hat er sich auch ganz schön viel Geld kosten lassen. Kann man diese Kleidung ausziehen? Also kann man die aufmachen und von der Statue runterkriegen oder müsste man dafür die Statue irgendwie rumwälzen Auftrennen. oder? Also du müsstest die Nähte auftrennen im Endeffekt. Weil das sieht, also das ist halt auch die Sache, es sieht aus, als wäre es um die Statue herum geschneidert worden. Also ist es wirklich so eng anliegend, dass es gar nicht abgeht, oder ist Ja, es es liegt an quasi der so, als Pose, wenn ne? Der liegt halt so, dass du es nicht in die Arme. das heißt, also wenn das ein Mensch wäre, könnte er einfach die Hände heben und würde das selber ausziehen können. Klar. Aber es ist halt eine Statue. Ja, aber vielleicht ist ja noch irgendwas an Und der Statue, was wir nicht sehen. es wurden in letzter Zeit auch keine freilaufenden Medusen hier gesichtet oder sowas in der Art. Ja, das ist ja eh alles nur Mythologie, ne? Ja, natürlich. Habe ich Ja, euch das hatte denn ich gerade nichts gesagt. beigebracht? Sowas gibt es natürlich nicht. Natürlich nicht. Ihr habt Ja, mir die griechischen Klassiker näher gebracht. aber das sind ja alles Metaphern für etwas. Ja, natürlich. Medea, Was du. denkst du denn? Medea, du sagtest gerade, du wolltest gucken, ob vielleicht unter der Kleidung irgendwas verborgen ist, nicht Ja, wahr? genau. Also ich würde halt versuchen, was man rumschieben kann, rumzuschieben. Tatsächlich schiebst du ein bisschen rum und schmelzt dann fest, so auf der Brust ist irgendwas. Und wenn du dann von oben versuchst reinzugreifen, das scheint dann am Amulett oder sowas zu sein. Kannst du auch rausziehen. Ja. Ist ein kupfernes Amulett und darauf abgebildet ist eine blobförmige Gestalt mit sehr vielen Brüsten. Sonst kannst du da jetzt nicht so viel drauf erkennen. Es sind doch einzelne Zeichen an der Seite. Das ist aber kein Griechisch, ist auch kein Latein. Also sprichst du noch andere Sprachen? Nein. Ja. Ich halte das mal hoch und betrachte es mal eingehend, sodass alle sehen, dass es es gibt und vielleicht auch interessiert sind. Komme interessiert näher und schaue es mir einmal an. Brauche ich nochmal Das schon einen wieder Okkult? armenisch? Nee, ein Okkult-Check von dir. Ja, aber nur knapp geschafft. Nur knapp, ja. Dann, nee, auch das würde passen durchaus zu so eher der sabäischen, kuschitischen Ecke, also Richtung Nubien oder Richtung Arabien. Und das ist definitiv, würdest du sagen, eine Götterdarstellung oder etwas in der Richtung. Aber keiner, den du jetzt akut kennen würdest. Auch an der Brüste ist natürlich wahrscheinlich irgendwas, was nährt oder ähnliches. Aber das ist definitiv hundertprozentig nicht griechisch und auch nicht hier aus der Gegend. Werde ich wahrscheinlich so ähnlich vor mich hin prabbeln auf dem gebrochenen Latein, das ich spreche. Seltsame Götter haben sie diese. Brabbeln heißt du nuschelst? Nee, einfach so, also ich rede beim Denken sozusagen. Ja, genau. Und ich rede das so vor mich hin in Halblaut, aber das müsste trotzdem jeder hören können. Also definitiv nicht von hier und nicht aus meiner Heimat. Ja, der Zeig Diener kommt mal zurück her. mit dem Wein. Das ist Vollkupfer oder also das Amulett? Vollkupfer, ja. Aber Entschuldigung, viel wichtigere Frage. Ist dieser Wein wieder besser als der am Marktstand? Selbstverständlich.
Ich kann ja viele Dinge ertragen, aber. Ja. Sollten wir diese abscheuliche Darstellung des Hausherrn vielleicht irgendwie irgendwo Vernichten lassen? Ja, das sicher, aber vielleicht will er sich sie ja auch noch ansehen. Also wir sollten auf jeden Fall damit warten. Oh, aber dann morgen erst. Ja, genau, aber wir können sie ja, ja schlecht hier so rumliegen lassen. Stellt sie doch in den Stall oder so etwas. Ein hervorragender Held, Dominus. Ihr seid sehr weise, sagt er, weil du scheinbar das sagst, was er hören wollte. Gut. Und er ruft dann sofort Leute bei, die das in den Stall bringen. Gibt es noch mehr Schriften dieser Art? Ich zeige sie auf die Kleidung grob. Oh, das ist Schrift? Ich dachte, das wären einfach nur Verzierungen. Nee, nicht, dass ich wüsste, Herr. Sehr schade. Wie ist eigentlich dein Name? Meiner Herr? Chiron. Ja, danke, Chiron. Du kennst dich also mit solchen Dingen überhaupt nicht aus. Oh nein, überhaupt nicht, Herr. Ich bin kein Steinmetz. Schade. Ich müsste dann jetzt auch wieder nach meinem Herrn sehen, Herr. Yeah. Wenn ihr mich nicht mehr benötigt. Mit Verlaub. Ihr gestattet Dominus? Dass ich eine Frage stelle. Sagt an was, ich weiß, das ist eine sehr persönliche Frage, aber wir können möglicherweise helfen, an was leidet der Herr denn? Oh, bestimmt könnt ihr nicht helfen, hohe Dame. Ich habe keinen Zweifel an euren Fähigkeiten, aber die besten Medici der Stadt haben sich das bereits angeschaut. Was der Herr jetzt braucht, ist Ruhe. Wir sollten ihn wirklich nicht stören. Und ihr dürft alle mal Insight würfeln. Ja. Ist doch was im Busch. Ja, also wer es geschafft hat, kann sagen, ja, also der will euch wirklich einfach jetzt möglichst schnell loswerden und über das Thema am liebsten gar nicht reden. Ich verstehe eure Bedenken, aber wir haben hier einen sehr versierten Apotheker und Naturheilkundigen. Er guckt jetzt sehr kritisch auf Samus. Mhm. Und auch ich bin in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen geschult und ich weiß, dass dies eine große und blühende Stadt ist, aber es ist eben nicht Rom oder Athen. Jetzt guckt er sehr säuerlich, also bis er seine Mimik wieder unter Kontrolle kriegt. Ich werde mit dem Herrn reden, er wird bestimmt morgen gerne auf eure Dienste zurückkommen. Gut. Und dann leicht lächelnd rückwärts geht er ein Stück in der Hoffnung, dass nicht noch irgendeine Frage hat und würde dann um die nächste Ecke verschwinden. Mhm. Also ich hoffe, dass er nicht tatsächlich in Richtung des Flügels geht, wo das Zimmer des Herrn liegt, sondern weiter in die Dienerquartiere. Das stimmt doch was nicht. Wisst ihr zufällig, wo der Hausherr seine Gemächer hat? Vielleicht könnte ich mich verlaufen. Das müsstest du doch genau wissen, so gut wissen wie ich. Die Dienerquartiere sind dort entlang, unsere Gästequartiere sind dort und ich. Hat das denn ein klassisches Layout, diese Villa? Ist das eine römische Villa? Da ist immer alles am selben Ort. Nein. Ist eine griechische natürlich. Ach, aber trotzdem, also ja. Ihr wisst schon, in welchem Bereich seine Gemächer sind. Mhm. Gut. Vielleicht sollten wir mal flanieren. Wir sollten dahin flanieren, wo der Steinmetz ist, der diese Statue gemacht hat, weil ich glaube, Tiberius in einer solchen Darstellung wäre eine sehr große Bereicherung für unser Haus. Findest du nicht, Schatz? Mutter? Ja, eine Statue von dir, von dem Künstler. In dieser Pose? Nicht in dieser Pose. Was ist denn mit euch? Ich dachte, Sie wären Lehrerin.
Selbstverständlich. Da kann ich ein bisschen schnelleres Denken erwarten, oder nicht? Natürlich, Domina. Kurze Frage, war es im alten Rom üblich, Statuen von noch lebenden Personen anzufertigen? Hat man durchaus auch gemacht, ja. Gilt aber in manchen Kreisen natürlich auch als etwas prätentiös und naja. Prätentiös. Aber genau, also es ist jetzt nicht so, dass es das noch nie gab. Mutti findet dich halt hübsch. Ja, was wollt ihr denn machen? Hört ihr auf Medea mit eurem, ihr solltet ein bisschen flanieren in Richtung des Quartiers, weil ihr wisst ja nicht, wer der Steinmetz ist. Ja, dann kann Medea ja gerne flanieren. Ja, ich würde einfach mal, keine Ahnung, so, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit irgendwie in den Garten, an einem Fenster vorbei oder sowas. Ich denke ja mal, die Leute werden wahrscheinlich auch weniger auf mich achten. Ja, tatsächlich, du bist ja nicht die wichtigste Person hier. Und klein, ich bin klein, ich fall nicht auf. Ja. Willst du alleine gehen oder willst du irgendwen noch mitnehmen? Ich weiß nicht, ich könnte ja Samus mitnehmen, der ist genauso klein. Wir rezitieren halt irgendwelche Gedichte, die du mir gerade beibringst. Das können wir auch machen, natürlich. Wunderbar, denn wir haben schon viel zu viele Lektionen verpasst. Und im intellektuellen Eifer kann man ja leicht auch mal falsch abbiegen. Ich bin beeindruckt über diesen Scharfsinn. Oder sich aus Versehen hinter einer Säule verstecken. Gut, er ist offensichtlich bereit zu lernen. Dann lassen wir diese Gelegenheit nicht verstreichen. Und dann gehen wir durch ein bisschen Lyrik, ein bisschen Epos. Ja, also ihr lauft erstmal so ein bisschen rum, rund ums Atrium oder was auch immer eine griechische Villa als Ersatz hat. Zwischendurch steckt auch mal kurz der Hausdiener wieder den Kopf raus, sieht dann aber, dass ihr scheinbar beschäftigt seid und ignoriert euch dann. Was natürlich dann für euch der Anlass ist, mal in Richtung versehentlich abzubiegen, wo ihr vielleicht nicht hin solltet. Ich nehme an, wenn ihr dann näher kommt, rezitiert ihr aber nicht mehr. Es ist ja der Lyrik auch sehr zuträglich, wenn man sehr leise rezitiert. Okay, ja. Ja, also tatsächlich kommt hier halbwegs ungestörter lang. Ich meine, Apelius hat jetzt keine großen Wachen im Haus oder ähnliches und der Leibdiener, der war ja beruhigt, dass ihr jetzt scheinbar euch mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, ihr kommt bis zu den Gemächern. Die Tür zu seinem Gemach ist abgesperrt, also zu einfach. Klar, es gibt keinen Riegel oder ähnliches. Wenn ihr wollt, könnt ihr, dann gib mir doch mal einen Listen-Check. Ist der irgendwie einfacher oder sowas? Nee, ein normaler Listen-Check. Ich bin 8 Punkte drüber, leider. Ja, du kann hörst nichts probieren. Auf der anderen Seite. Ich kann es mal probieren, aber ich bin wahrscheinlich fast toll. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ja, auch du hörst nichts auf der anderen Seite. Nichts. Ist still. Ja, nicht zumindest laut atmen oder schnarchen oder so, was eine Art? Ihr hört nichts dergleichen, nee. Die Tür ist jetzt auch nicht irgendwie einen halben Meter dick oder sowas, ne? Also das ist wirklich so eine ganz normale, leichte Tür. Ja, aber wenn der jetzt einfach nur rumliegt und atmet, würde man das nicht hören. Das kann sein, also. Ja. Aber er läuft scheinbar zumindest nicht rum oder ähnliches, also. Sind dahinter... Ja? Ja, genau. Sind dahinter was? Du machst die Tür auf? Ist er hinter direkt sein Schlafzimmer oder erst noch irgendwie Arbeitszimmer? Erst mal so ein Aufenthaltsraum, Arbeitszimmer, so Sachen. Okay, gut, dann können wir mal vorsichtig. Ja, mach die Tür vorsichtig auf. Die scheint auch gut geölt zu sein. Und hinter euch, die Vorhänge sind alle zugezogen. Das heißt, es kommt zwar Licht rein von draußen, ist ja helllichter Tag, aber es ist recht duster und der vordere Raum, das scheint ein Arbeitszimmer zu sein, ist leer. Also da sitzt der nicht. Ihr könnt auch jetzt weiter nichts hören, auch als die Tür offen ist. Arbeitszimmer, gibt es da dann irgendwie ein Pult, wo Schriftwechsel drauf sind? Selbstverständlich. Oder? Ich kann nicht. Da drin sind es übrigens keine Türen mehr, sondern nur so Vorhänge. Yeah. Das heißt, wenn du jetzt da irgendwie Geräusche machst und jemand in einem Raum ist, könnte er dich natürlich hören. Ja. Aber das heißt, während Medea den Pult, das Pult begutachtet, werde ich mal an den Durchgängen lauschen oder beziehungsweise mich da
Lautlos hinbewegen. Ja, dann gib mir doch erstmal einen Sneak-Check. Ja. Ha! 6 Punkte von 40. Ja, ausgezeichnet. Dann kannst du hier ein Häkchen daneben machen sogar. Und sneakst an überall hin. Kannst dann sogar auch einfach vorsichtig mal reinschauen. Also bist wirklich lautlos wie ein Schatten. Du kannst sehen, Alia, dein Sohn, bewegt sich grazil wie eine Raubkatze. Und kannst jetzt mal einen Listen-Check erleichtert um 30 machen. Also 30% aufs Würfelergebnis draufzählen. Weil du jetzt erdreckt. Oh, ich habe eine... Jetzt kommen die ganzen guten Würfel. Ich habe eine 1 gewürfelt. Dann darfst du dir wieder ein Häkchen machen, diesmal bei Listen. Und du bist dir 100% sicher, nachdem du einmal hier durch den Raum schleichst und an allen Durchgängen hörst, niemand ist in diesen Gemächern. Achso, ich nehme an, die Türen da, ich habe die jetzt zugemacht, ne, damit nicht jemand plötzlich... Ja. Ja. Mit dir? Dann ist er spricht keiner. Plötzlich. Gut, ich schiele immer noch so mit anderthalb Augen auf, was auf diesem Schreibtisch liegt. Meine Hoffnung wäre ja, eine Korrespondenz zu finden, die die Geschäftsbeziehungen zu unserem Haus etwas genauer beleuchtet. Also hier sind allerlei Schriftstücke. Das, was ganz oben liegt, sind auch irgendwelche aktuellen Zahlen von den Weingütern oder ähnlichem. Mhm. Es ist auch daneben sind mehrere so Regale, wo Schriftrollen drin liegen. Das müsstest du dir alles in Ruhe mal anschauen. Mhm. Also da wäre mit Library Use ein bisschen Zeit, was zu machen. Gut, gut. Wollt ihr euch erstmal den Rest des der Gemächer noch anschauen? Du hast ja bis jetzt nur gelauscht. Ja, wenn jetzt definitiv keiner hier ist, kann ich auch einfach den Vorhang zum Schlafzimmer beiseite machen. Ja, auch da sind die Vorhänge überall zugezogen, dass es halt einfach von außen auch aussieht, als wenn hier gerade jemand ruht, aber das Bett ist gemacht und leer. Also es sieht auch nicht so aus, als wenn da vor kurzem jemand drin gelegen hätte, sondern eher so, als hätte das der Diener irgendwann gemacht und fertig. Das sieht nicht nach Krankheit aus, mit Verlaub. Das wirkt eher wie ein akuter Fall von Absentitis. Wie riecht es denn hier in diesem Raum? Also riecht es nach, hier lag mal jemand, der war siech oder... Nein. Nein. Also es riecht normal, als wäre es ein bewohnter Raum, aber nicht, dass hier irgendwer... irgendwelche offenen Wunden hätte oder... Ja, oder keine Ahnung, 3 Tage Fieber, 2 Tage Brechdurchfall. Überhaupt nicht. Nein, gut. Das ist allerdings in der Tat... Gut, vielleicht hat der ja Besseres zu tun. Hast du irgendwas in den Schriftstücken gefunden? Oh, ich befürchte, Dominus, das erfordert deutlich mehr Zeit, als ich jetzt dafür eingeplant habe. Allerdings, wenn ihr denkt, dass es eine wirklich wichtige Sache wäre, dann könnte ich mich da natürlich durchlesen. Allerdings, bräuchte ich dann hier Ruhe und Zeit. Und wir sollten ja eigentlich nicht hier sein. Ja, geschäftlich gesehen könnte das natürlich immens wichtig sein, aber ich glaube gerade auf andere Prioritäten. Ja, allerdings, auf der anderen Seite ist es so, da der Diener mit ziemlicher Sicherheit weiß, dass sein Herr nicht hier ist, wird er auch nicht nach ihm schauen. Das stimmt natürlich. Ich könnte also einfach hier bleiben und lesen. Zumindest für eine Weile. Ja, gerne. Das klingt nach einer guten Idee. Gut, dann wollt ihr euch irgendwie sonst näher umschauen in den Gemächern? Wenn ihr schon mal eingebrochen seid. Ja, ich denke, Medea sucht nach Schriftstücken und ich... Nach dreckiger Wäsche. Nach spannend aussehenden Unding. Nein, das wäre tatsächlich keine dumme Idee. Schau doch mal, was der sonst so trägt. Oh ja. Dann brauche ich armenische Gewänder. Ja, von dir und anderen, die sich eventuell umschauen wollen, das können natürlich mehrere machen, einen Spot-Hidden-Check. Ja. Ah, meine Glückssträhne ist wieder vorbei. Meine nicht. 23. Von was? Von 40. Alles klar. Ihr schaut euch ein bisschen um, während Medea anfängt, die Schriftrollen zu begutachten. Es ist
wie man es erstmal grundsätzlich in so einem höheren Haus erwarten würde. Es gibt Sitzecken, er hat ein kleines Wasserbecken mit Fischen bei sich im Aufenthaltsraum. Es gibt einen kleinen Schrein des Apollo, wobei dir da schon auffällt, Alia, dass der echt scheinbar sehr lange kein Opfer mehr gesehen hat. Der ist sehr vernachlässigt worden. Oder jemand macht einfach jeden Tag ganz hervorragend sauber, was du aber bisher in dem Haus so nicht gesehen hast. Die Klamotten, die ihr euch anschaut, ist relativ normal für einen Griechen. Bis ihr dann ein bisschen tiefer schaut und tatsächlich in einem der Nägel unten in diesem begehbaren Kleiderschrank ein Stofffetzen hängt, der sieht sehr ähnlich aus wie von dem Gewand, das draußen die Statue getragen hat, also von der Farbe und der Machart her. Das ist auch ein bisschen auffällig, weil dieses grelle Rot von diesem Gewand er sonst in seiner Kleidung sonst nicht hat. Vor allen Dingen fällt dir, Alia, dann aber, oder Samus, hast du auch deinen Check geschafft oder nicht? Ja, gerade so. Ja, dann während Alia gerade diesen Stofffetzen gefunden hat, der würde es wirklich sagen, also das muss von einem Gewand dieser Art oder diesem Gewand kommen. Wenn ihr es euch erinnert an die Statue, es kann nicht das sein, weil so ein Fetzen wäre dir aufgefallen. Also es muss scheinbar mehr als einen so ein Gewand geben. Fällt dir dann, als du nochmal den Apollo-Schrein dir anschaust, auf, der drückst gleich. Und tatsächlich ist der so gelagert, dass man den zur Seite schieben kann und dahinter eine kleine Alkoven sichtbar wird. Und in diesem Alkoven siehst du dann tatsächlich auch ein weiteres Götterstandbild, und zwar eine etwas unförmige Gestalt mit unzähligen Brüsten am Torso, ganz in pechschwarz, also einem ganz, ganz ölig glänzend aussehenden Stein, und darunter eine Opferschale, die deutlich benutzter aussieht. Und da ist tatsächlich auch daneben ist ein Regal, und da sind tatsächlich noch zwei von diesen Gewändern, wie die Statue sie trägt. Und auch einige Schriftrollen liegen in diesem Regal. Das ist dann wohl der eigentliche Aufenthaltsort des Herrn, sage ich, und gehe dann mal rein und würde mir die Schriftrollen mal angucken wollen. Ja. Kannst du Griechisch? Kein Wort. Das ist leider auf Griechisch geschrieben. Ich kann mir ja trotzdem erstmal angucken. Und dann ja, also es scheint wirklich aus handschriftliche Notizen zu sein oder ähnliches. Es scheint fast, also da Zahlen wirst du ja erkennen können, es scheint fast sowas wie eine Art Tagebuch oder ähnliches zu sein oder Aufzeichnungen. Wenn mir niemand folgt, würde ich irgendwann mit einer Handvoll Schriftrollen bewaffnet wieder quasi in den Raum, wo die anderen sind, hinaustreten. Also ich würde dir natürlich folgen. Bitte dich. Ja, und du kannst dann tatsächlich auch feststellen, Alia, dass dieser Stofffetzen tatsächlich aus einem dieser Gewänder scheinbar stammt. Also das ist auch nicht so, dass das aussieht, als wenn das zufällig wäre und der Hausherr wüsste vielleicht nichts davon, sondern... Ja. Ich lege den Stofffetzen vorsichtig ins Regal. Das ist von der Anbetung her sehr viel passender zu dem, was die Statue trägt. Vielleicht... Die Statue trägt irgendwas außer Brüsten? Die Statue in der Mitte des Hauses. Ach, die Statue, die wir mitbrachten. Ja, ich war etwas abgelenkt. Das ist verständlich. Vielleicht hat es jemand herausgefunden und deswegen diese Statue anfertigen lassen, um ihn zu beleidigen oder ähnliches. Kennst du diese Gottheit, Samus? Nun, nicht persönlich, aber ich bin, mir ist bekannt, dass weiter im Süden diese Gottheit angebetet wird. Um mehr rauszufinden, müsstet ihr versuchen, irgendwo zu recherchieren. Also das ist einfach das Grenze deines Wissens. Mhm. Was vielleicht noch interessant ist, ist die Opferschale. Denn wie gesagt, die sieht deutlich benutzter aus. Will sich die einer von euch mal näher unter die Lupe nehmen? Ja, natürlich. Also ich meine, nachdem ich das nicht lesen kann, würde ich dann das wieder so zurückschieben und... Es scheint, dass dort tatsächlich Federn drin liegen. Also das ist eine etwas größere Schale tatsächlich. Und wenn du dann so ein bisschen drin rumstocherst, da ist auch so eine schwärzliche Masse drauf, sieht das fast so aus, als wenn da ein Adlerküken geopfert wurde. Und
Willst du es berühren oder? Ja, klar. Ja, guckst du dir das näher an, diese schwarze Flüssigkeit, die da über diesem Adlerküken ist. Und du hast sofort das Gefühl, es ist ein ganz ekliges Gefühl, als würde es sich auf einmal über deine Hand ausbreiten. Du siehst auch, dass es tatsächlich so ein bisschen sich über den Finger, wo du es berührt hast, ausbreitet. Und du spürst sofort auch dann kurz darauf dumpfen Schmerz. Ich würde es so beiläufig wie möglich, aber so beiläufig und so schnell wie möglich versuchen, irgendwo dran abzuwischen und sowas sagen wie, Vögel, junge Vögel, das ist ja sehr klassisch für die Anbetung dieser. Mach mal einen Sanity-Check. Ja, wie widerwärtig. Und die anderen dürft gerne mal auf Insight würfeln, ob ihm das abkauft, mit dem er ist gerade ganz ruhig und sowas. 18 ist deutlich unter 70. Ja, sehr gut. Dann verlierst du tatsächlich keine Sanity davon. Ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das so dermaßen. Ja, natürlich. Ja. So, warum auch nicht? Bin ich ja da. Ja, was natürlich klar ist, der Adler ist natürlich auch das nicht nur das Tier des Jupiter selbst, sondern auch das Symboltier der Römischen Republik selbst. Sowas opfert man eigentlich nicht. Das ist wirklich frevelerisch. Zumindest aus römischer Sicht. Aus griechischer aber eigentlich auch. Barbarisch. Apropos barbarisch. Ich nehme eine von den Schriftrollen mit der. Was steht hier? Ich roll mal aus. Ja, das scheint in der Tat eine Art Tagebuch zu sein. Tatsächlich scheint das einige Wochen zurückzureichen. Berichtet von den Plänen, die immer mehr Früchte tragen, von der dunklen Herrin, die uns von den Usurpatoren wird befreien können und so weiter und so fort. Von geheimen Treffen berichtet ist, aber ohne irgendwelche Namen zu nennen. Und zwischendurch taucht dann auch tatsächlich irgendwann mal ein Name auf für diese Gestalt, die sie scheinbar beschützen und erlösen wird. Und zwar ist das Chuma, C-H-U-M-A. Mhm. Und scheinbar hat er und andere auf ihr Erscheinen gewartet oder es herbeiführen wollen. Das wird nicht so ganz klar. Tatsächlich taucht dann aber vor knapp einer Woche oder sowas, taucht erstmals eine Referenz auf euch auf, nämlich dass die nutzlose Brut von Allius sich angekündigt hätte und dass das ja doch eine Störung seiner Pläne sei. Und er muss versuchen, die irgendwie hinzuhalten, bis sie Erfolg hatten. Aber er ist sich zuversichtlich, es ist eigentlich gut, wenn sie jetzt hier sind, wenn die Herrin dann kommt, denn dann wird sie wie samt alle Römer mit dem schwarzen Blut der Herrin weggewaschen werden. Ja, ich kenne ja nichts. Ich übersetze das eins zu eins, wie ich das lese. Also ich lese das einfach so runter und gucke weiter auf die Schriftrolle, ungeachtet jeglicher Reaktionen meiner Umstehenden. Nutzlos. Das ist der schlimme Teil, ne? Also. Gut. Wer ist hier vor Ort eigentlich die römische Obrigkeit? Da gibt es einen Legaten für die Provinz. Ja. Mach bitte nochmal kurz einen Library-Use-Check, ob du eben schon schnell auf die Schnelle was gefunden hast mit dir. Lass mich mal schauen. Das kann ich ganz okay, aber ich habe bis heute nicht wirklich gut gewürfelt. Doch 35 von 65. Ja, dann hast du tatsächlich eben noch, kurz bevor die dich gerufen haben, Schuldscheine gefunden auf euren Namen für nicht unerhebliche Summen. Das waren jetzt, bist du sicher nicht alles, aber du hast zumindest gefunden, hier gibt es Sachen für euch. Mhm. Gut. Ah ja, dann nach den schlechten Nachrichten von dunklen Göttinnen und Erlöserinnen, die Römer mit schwarzem Blut hinwegwaschen, präsentiere ich dann mal einen Schuldschein. Gott, das ist doch schön. Also wenn wir überleben, kriegen wir wenigstens unser Geld. Naja, vorausgesetzt, er hat dieses Geld, aber... Ja, also du hast schon gesehen, er hat schon auch Geld. Also er muss scheinbar seit einigen Jahren deutlich höhere Gebühren, Klammer auf, Schmiergeld, an die Römer, an die Lokalen hier zahlen. Also sein Geschäft läuft schlechter, aber noch immer ganz okay. Aber du könntest verstehen, rein von den Büchern her, warum er nicht so gut auf die Römer vielleicht zu sprechen ist. Aber
Alle Römer hier dürfen gerne mal auf Civics würfeln. Oder auch Leute, die sich mit Rom auskennen auch. Nächstes Mal Samus lassen wir da mal raus. 4 Punkte drüber. Diskriminierung. 44 von 40, das ist doch Kacke. Ich habe 6 von 10. Alia, hast du es geschafft oder muss die Griechen euch eure Gesetze erklären? Okay, gut, du kannst es auch. Mit 4 von 10. Ja. Oh, ja, also du, vielleicht wartest du sogar eigentlich, dass Tiberius euch jetzt irgendwas erklärt, aber als der mit leerem Blick einfach sich Sachen anschaut, denkst du dir dann irgendwann, ist ja nichts. Tatsächlich ist es wohl so, ihr könntet den jetzt beim lokalen Legaten melden. Das ist dann auch definitiv, das ist Frevelei und so weiter. Also gerade das mit dem Adler ist wirklich schlimm auch aus religiöser Sicht. Und dann würde der halt als Frevler und Verräter verurteilt werden und sein sämtlicher Besitz würde vom Staate eingezogen werden. Das wäre schlecht, oder? Mhm. Dann sind eure Schuldscheine nicht mal mehr das Papier wert, das Papyrus wert, auf dem sie stehen. Mist. Wenn er hingegen einfach nur verschwindet, stirbt, was auch immer, dann sind die Schuldscheine natürlich weiter gültig und werden aus seinem Nachlass quasi bestritten. Also wäre es ja quasi im Sinne des römischen Staates, wenn... Wenn er verschwindet. Naja, aktuell ist er ja eigentlich verschwunden, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, erwarten wir jetzt hier noch andere Dinge zu finden oder können wir vielleicht mal den Diener wieder aussuchen? Könnt ihr natürlich machen. Also ihr denkt, ihr habt jetzt gesehen, was hier zu sehen ist. Denkst du, du findest auf die Schnelle noch weitere Schuldscheine? So zu sichern? Auf die Schnelle vielleicht nicht. Dafür bräuchte ich wahrscheinlich noch eine Weile. Aber ich meine, der ist ja schon recht substanziell, Herr. Ja, natürlich, natürlich. Vielen Dank. Gut, dann wollt ihr zum Diener? Ja, wir können in der Hoffnung, dass wir ungesehen wieder rauskommen. Ja, das wird jetzt nicht das Problem, weil sie überwacht ja keiner. Die denken ja selbst, der Rest scheint auch wirklich wie auf Eierschalen hier gelaufen zu sein, um bloß keinen Lärm zu machen und den Herrn zu stören. Also ihr habt dann den Eindruck, dann ist es der Leitdiener. Aber dann können wir jetzt zum Diener gehen und sagen, dass wir ganz dringend den Herrn sprechen müssen und wir können ihm leider nicht sagen, warum. Genau, also ihr geht zu ihm, sagst ihm das auch und er so, Herr, verzeiht, ich kann euch wirklich nicht, also mein Herr hat da ganz klar. Das ist wohl nicht an dir zu entscheiden. Führe uns jetzt bitte sofort zu deinem Herrn. Mach mal mit Status. Gucken, ob du wieder 4 Punkte drüber wirst über jedem Check. Nein, 37 von 60. Ja. Dann druckst du ja noch ein bisschen rum, bis er sagt, Herr, ich kann euch wirklich nicht zu ihm bringen. Mein Herr ist, guckt sich kurz so um, als würde er jetzt quasi Verrat beginnen und erwarten, sofort vom Blitz getroffen zu werden. Mein Herr ist derzeit außer Haus. Verzeiht, Herr. Mir wurde aufgetragen, es euch nicht zu sagen. Wo können wir ihn denn finden? Oh, das weiß ich nicht, Herr. Wirklich nicht. Kommt das häufiger vor? Nicht häufig, Herr, würde ich sagen, aber immer wieder mal. Manchmal verschwindet er über Nacht. Ich nahm an, er hat vielleicht eine Affäre oder so etwas. Und da habt ihr wieder das Gefühl, da unterschlägt er wieder was. Ich stupse Tiberius so von hinten an mit so einem Mama-Stupser. So. Welche Art von Affäre? Also wenn du tatsächlich jetzt so ein Stück näher auch noch kommst, oder zuckt er kurz ein Stück zurück. Ich weiß es doch nicht, Herr. Ich weiß nur, dass er sich ab und zu mit Leuten getroffen und hat und ich musste ihm so Gewänder besorgen, die er dann getragen hat. Vielleicht irgendeine seltsame Orgie oder so etwas? Solche Gewänder. Die Statue ist ja im Stall. Herr, deswegen, als ich die Statue sah, dachte ich, dass es vielleicht jemand ihn so gesehen hätte und deswegen ihn so lächerlich machen wollte. Ja, und da wäre euer Eindruck. Was für Leute? Also, ich schub sie nochmal. Genau, sag uns Namen. Namen oder Orte? Ich weiß es nicht. Sie haben, als Sie einmal hier waren, Herr, habe ich Sie beobachtet. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber Sie haben alle Masken getragen und Herr, es stimmt wirklich. Kaut jetzt schon so fast unter dir, unter deiner richtigen starken Gestalt. Ich werde von hinten von meiner Mutter gestupst und ich stupse vorne quasi mit meinem Finger auf seiner Brust.
Erzähl uns alles, was du. Ja, was sah aus wie so ein. Sonst hängst du mit drin. Wie so ein Kult, er zeigt auf Samus. Ich weiß es doch nicht her. Ich weiß nur, dass er manchmal für eine Nacht verschwand. Und er sagte mir, er solle jetzt nicht gestört werden und er würde heute Abend zurückkehren. Und er sagte, ich solle mir keine Sorgen machen, Herr. Es würden gute Zeiten anbrechen. Ich weiß es wirklich nicht mehr, Herr. Beschreib uns die Masken. Bitte verratet ihm nicht, dass ich euch irgendwas erzählt habe, Herr. Beschreib uns die Masken. Tiermasken, und so wie das Tier beschreibt, dürft ihr alle mal auf Natural Lore würfeln. Auf was? Genau, wie hieß das noch gleich? Moment. Natural World. World? Ja. Geschafft. Komm woanders her. Tiere hier, keine Ahnung. Okay, deine Mutter wächst hier über sich heraus momentan. Was er beschreibt, sind, du hast darüber mal bei Herodot gelesen. Das sind Tiere, eine Mischung aus Raubkatzen und Raubhunden, Hyäna oder so wurden sie genannt, die weit aus dem Süden kommen sollen. Also die gibt es hier gar nicht. Die sollen aber, wenn du den Nil entlang kommst, irgendwann in Nubien und so es geben. Exotisch, exotisch. Verlaub, ich verkünde es passt. Das natürlich. Verlaub, es passt geografisch zu der Anbetungsfigur. Also er hat sich einen südägyptischen Kult gesucht. Offenbar. Nur für mein Verständnis, weil ich mich mit solchen fremdländischen, barbarischen Dingen nicht auskenne. Aber das heißt, was genau? Was macht so ein Kult? Ach so. Sie opfern Vögel. Ja, aber genauer wissen wir das nicht. Um wohl von ihren designierten Gottheiten gewisse Art von Belohnungen zu erhalten? Ja, die Römer mit schwarzem Blut davon waschen und so, ja. In der Regel zerstörerisch, ja. Ich verstehe. Nichts. Ich verstehe gar nichts. Also, um genau zu sein, bräuchten wir jetzt eigentlich eine Bibliothek, um das mal nachzulesen. Ja, wie du weißt, gibt es hier natürlich eine durchaus gar nicht so kleine Bibliothek. Vielleicht ist das gar keine so dumme Idee. Das wäre praktisch, vermutlich. Es gibt eine Bibliothek in der Stadt, im Tempel des Apollo. Eine recht gut sortierte Bibliothek, wenn ich nicht völlig falsch liege. Sie wurde in dem Schriftwechsel zwischen, ach, ist ja auch egal. Ja, vielleicht dürfte ich, vielleicht sollten wir vielleicht in die Bibliothek gehen, Herr. Ja, hier werden wir ja wohl nichts mehr erreichen. Ja, das könnte auch für eure Bildung nicht zu vernachlässigen sein. Eine Bibliothek. Wobei die meisten Sachen natürlich auf Griechisch sind, ne? Ja, also das Alphabet habe ich ihm zumindest schon beigebracht. Er kann zumindest Sachen suchen. Ja, die Frage ist natürlich sonst auch, ob ihr andere Anhaltspunkte habt, dann könnt ihr euch eventuell auch aufteilen. Aufteilen, gut, ja, könnt ihr. Ja. Chiron? Ja, Herr? Du wirst nichts davon deinem Herrn erzählen und wenn er wieder herkommt, wirst du unauffällig einen Boten in die Bibliothek schicken. Jawohl, Herr. Wenn du das nicht tust, müssen wir dich an den Legaten melden. Nein, nein, Herr, ich werd tun, was ihr sagt. Und er scheint das auch ernst zu meinen. Er hat mich wirklich Schiss vor dir. Ich meine, du hast deinen Finger immer weiter in ihn reingebohrt. Und offenbar ist ihm nicht aufgefallen, dass ich währenddessen den Finger meiner Mutter am Rücken hatte. Ja. Gut. Wie das halt so ist in Familien. Wer möchte sich denn Richtung Bibliothek begeben? Mit der. Sonst kann hier eh niemand Griechisch lesen, ne? Ja, nee. Wenn keiner mit will, dann gehe ich alleine. Also Samus toll. Kann dir natürlich durchaus helfen, wenn ihr über Sachen redet, weil er kennt sich, hast du schon festgestellt, aus mit vielen diesem orientalischen Stimmt. und Fremden. Würde mich auch anbiedern. Gut, du brauchst dich nicht anbiedern. Ich nehme dich mit. Ansonsten, Tiberius, für euch gäbe es natürlich durchaus noch die Möglichkeit, sich zum Beispiel die Stelle mal anzuschauen, wo diese Statue angeblich gefunden wurde. Es war ja gar nicht so weit außerhalb der Stadt, habt ihr gehört. Da müsste man wahrscheinlich nur diese Nomaden wiederfinden und ihnen vielleicht etwas Sesterzen zustecken. Was hatten die gesagt? Zwei Stadien, glaube ich, ne? Ja. Also. Wie viel ist das ungefähr? Das ist wirklich nicht weit.
Ich müsste jetzt selbst dann nachgoogeln. Tiberius. Ach, müssen wir das wirklich? Tiberius, manchmal ist Laufarbeit eine wichtige Geschichte, um seine Ziele zu erreichen. Diese Sonde ist wirklich schlecht für unseren Turm. Ja, Mutter. Dann musst du halt dein Tuch über den Kopf legen. Dann bleicht auch dein schönes Haar nicht so aus. Ich hole den Sonnenhut. Ja, ihr kleidet euch so, wie ihr glaubt, dass es für draußen wichtig ist. Sagen wir übrigens mal, er hat 20 Stadien gesagt, nicht zwei, weil ein Stadion ist tatsächlich nur 180 Meter. Ja. Der hätte auch gleich sagen können, da hinten. Ja. Da hinten, genau. Eher da vorne. Tatsächlich könnt ihr an der Agora auch die Nomaden wiederfinden. Der eine sprach ja, wie gesagt, gebrochen Latein. Und wenn ihr den fragt, wo das ist, könnt ihr einen seiner Burschen mit einem Kamel mit euch schicken. Quasi die Dame Alia darf dann auf dem Kamel dorthin reiten. Und, ach, wie exotisch. Ja. Und würden euch dann dorthin führen. Gesundheit. Danke. Während die anderen in die Bibliothek sich auf den Weg machen. Dort angekommen, ja. Du warst da zwar noch nie, aber ne, Apollo-Tempel, man kann da kurz sein Opfer verrichten und dann wird man auch vorgelassen, gerade wenn man wie ein Gelehrter aussieht. Man fragt sich tatsächlich, ob du für Samus bürgen würdest. Guckt ihn so an, als wenn er jemand wäre, der sonst auf die Schriftrollen urinieren würde oder sowas. Selbstverständlich. Ja. Werdet dann auch vorgelassen. Es gibt einen Tempelgehilfen, der euch kurz ein bisschen einweist und ansonsten vorne am Stehpult ist und scheinbar gerade eine Schriftrolle kopiert. Irgendwas Herodot oder ähnliches, klassisches, halt simple Schreibübungen. Und ihr könnt euch dann dort ein wenig umschauen. Super, dann gucken wir doch mal. Fragen, irgendwas Bestimmtes könnt ihr natürlich auch bei den Burschen machen. Ja, also so Dinge, die wir uns für uns interessieren, sind natürlich südliche Gottheiten. Falls es was gibt, speziell zum Schlagwort Huma. Ach, er guckt so, als hätte er das nicht zum ersten Mal gehört. Ja, ja, das kann ich euch zeigen, wo das ist. Danke. Ja. Scheint ja ein sehr beliebtes Thema aktuell zu sein. Wieso? Haben da andere Leute auch ausgeliehen oder eingesehen? Ja, ja. Vor kurzem war hier ein Herr aus Ägypten, kam er, glaube ich. eine Woche vielleicht her. Erinnert ihr euch vielleicht an den Namen? Ich wäre an wissenschaftlichem Austausch interessiert. Oh, ich hatte ihn nicht nach seinem Namen gefragt. Tut mir leid, Herrin. Es war, aber er hatte sehr, sehr stark zurückgefettetes Haar und ungefähr so lang. Prächtiger Bart. Fettiges Haar. Prächtiger Bart. Ägypter, sagte der. Ja, ja. Er trug eine rote Tunika. Eine rote Tunika. Ja. Gut. Danke. Ja, und dann führt er direkt zum Regal, weil er halt noch weiß, wo es ist. Mhm. Hier sind einige Schriftrollen, die sich mit Nubien und der Gegend dort beschäftigen. Vielen Dank. Dann sehen wir uns um. Wenn wir noch weitere Fragen haben, kommen wir auf euch zu. Ja, ihr bräuchtet, müsstet dann einmal Library Use würfeln. Ja. Vermutlich alles Griechisch, was da ist, oder? Tatsächlich nicht alles Griechisch. Es gibt auch ein paar auf aramäischen Dialekten. Ich weiß nicht, ob du dich mit sowas auskennst. Leider nein. Aber du kannst mir bestimmt irgendwie helfen. Ja, bestimmt. Also. Ja. Grundsätzlich schon, indem sie halt dann Fragen stellt, hier könnte das relevant für uns sein und du dann, also. Was hast du denn in Library Use, Erik? Ich habe in Library Use 57 und ich habe eine 37 gewürfelt. Ausgezeichnet. Dann, und du, Ivi? 13 von 65. Ach, dann kannst du sogar ein Häkchen machen. Ihr findet euch tatsächlich da schnell zurecht. Es gibt tatsächlich einige Schriftstücke, die sich grob mit Nubien beschäftigen. Aber tatsächlich findet ihr dann in einer der Schriftrollen, wo auch draußen um Titel dran steht, und die dann schon frohen Mutes aufrollt, das ist scheinbar so ein Behälter für mehrere andere Schriftrollen, und stellt fest, da sind tatsächlich einfach nur Rechnungen
drin, die von einem Fischmarkt oder sowas kommen. Also das sieht von außen so aus, als wäre es das, was es sein soll. Aber wenn ihr es ausrollt und die Schriftrolle euch anschaut, ist da schon mal was völlig anderes drin. Da hat jemand die Schriftrolle ausgetauscht. Ganz offensichtlich. Der Ägypter war auf dem Fischmarkt. Tatsächlich findest du auch diesem Rollenbehälter selbst fettige Fingerabdrücke. Wie riecht das Fett denn? Wie so Haarpomade oder sowas. Oh, ein pomadiger Ägypter, der auf dem Fischmarkt war und Schriftrollen stiehlt. Samus, wir haben eine Spur. Jetzt müssten wir nur noch den Ägypter dazu finden, zu der Spur. Ja, genau. Genau. Aber. Gut, gibt es denn noch vielleicht was anderes außer diese Schriftrolle? Ja, also ihr findet tatsächlich allgemeine Angaben dazu. Chuma ist wohl eine nubische oder kuschitische Gottheit. Über die wird halt im Herodot-Stil, ne? Also mit aus dritter Hand immer wieder irgendwas erzählt. Die soll tatsächlich ihre Diener sollen an ihren Zitzen hängen und dort Weisheit erlangen. Und jene, die ihr nicht gewogen sind, die sollen tatsächlich von Magiern verflucht werden und dann an ihrem schwarzen Blut, das jene nährt, die ihr folgen, die anderen sollen daran ersticken und zugrunde gehen. Mhm. Und dieses Blut, das ist wohl, wenn es dich trifft, dann kannst du wohl deinen ganzen Körper hochwandern und in deine Atemwege reingehen, also so allerlei Hokuspokus. Mhm. Aber du, Samus, ne? Wenn du das vorliest, dann fange ich an, so meine Hand zu kratzen und so meinen Arm. Und kontrolliere immer mal das, also ich gucke nur die Hand und den Arm immer mal an. Das dürfte dir durchaus auffallen mit dir. Alles in Ordnung? Ich glaube schon, es sieht das für euch aus wie ein schwarzer Punkt. Ich weiß nicht, habt ihr euch wieder Läuse eingefangen? Wieder? Nein, 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 nein. Gut. Sehr ölige Substanz. Ja. Erinnert mich doch an die Beschreibung. Ja, in dem Anbetungsraum. Die Haarpomade. Nein. Ach, die Substanz. In der Opferschale. Ja, schwarzer Punkt wo? Ich gucke mir das mal genauer an. Nein, in der Hand. Du siehst da nichts. Du siehst höchstens, dass tatsächlich an der Stelle es so ein bisschen entzündet und gerötet aussieht, wo er vorhin die Flüssigkeit hatte. Das ist ein bisschen rot, aber sonst ist da nichts. Gut. Ja, ansonsten könnt ihr an weiteren, ich sag mal, normalen Informationen noch rausfinden, dass es in den südlichen Stämmen bei den Barbaren heißt, man könne Chuma auch herbeirufen, um Wünsche erfüllt zu kriegen, und dafür müsse man dann in einer sternleeren Nacht eine Beschwörung ausführen, also ne, so allerlei südländischer Hokuspokus. Wobei du natürlich gerne auch wo Kult würfeln darfst, Erik. So ein Unsinn. Ja, also so 17 von 65 ist schon wenig. Ja, dann kannst auch du dir da ein Häkchen dran machen. Du selbst hast von deinem alten Lehrmeister damals gehört, dass sowas angeblich gehen soll. Du warst ja nie sicher, ob das wirklich stimmt oder ob das quasi nur so Erzählungen sind. Aber du hast auch vorher nicht irgendwelche schwarzen Flüssigkeiten gesehen, die deinen Körper hochwandern. Also, ja. Ja, also es gibt natürlich eine reichhaltige Tradition, auch dort, wo ich herkomme, der, sagen wir mal, Ausschmückung. Aber es scheint nicht unmöglich zu sein, dass zumindest es eine Flüssigkeit gibt, die den Körper hochwandert oder wie die Worte waren, die ihr gebraucht habt. Also rein wissenschaftlich betrachtet ist das nicht das, was passieren sollte. Nun, wir können das gerne ein zweites Mal überprüfen, nur diesmal würde ich nicht auf meinen Finger plädieren. Ja. Cutover zu den Nomaden. Ihr seid raus, etwa 20 Stadien aus der Stadt weg. Da fängt dann tatsächlich in der Richtung auch schon ins Landesinnere so eine kleine Geröllwüste an. Es liegt auch tatsächlich ein bisschen Sand umher. Es gab ja einen Sandsturm gestern Nacht. Und der Junge bedeutet euch, der spricht offensichtlich kein Römisch, quasi in der Richtung, da haben sie die Statue gefunden. Und geht dann sein Dromedar grasen.
Sieht aus wie jeder andere Felsen hier, oder? Das ist halt, also da müsste man jetzt ein bisschen vom Weg ab tatsächlich. Die haben sie da wohl vorne in so einer Sandwehe gefunden. Ja, gut. Ich bin es ja gewohnt zu klettern. Dann, wenn ihr euch das näher anschauen wollt, gebt mir doch mal einen Spot-Hidden-Wurf. Natürlich wollen wir uns das näher anschauen, nicht wahr? Oh, ich habe. Mein Würfelglück ist wieder vorbei. Meine Kamera auch. Oh. Das ist Ich habe ziemlich regungslos. 34 von 40. Ja, wie immer musst du es alles selbst machen. Dein Sohn geht so ein bisschen rum und stochert mal so ein bisschen lustlos mit dem Fuß gegen Sachen. Also, du hast nicht das Gefühl, dass er sich wirklich Mühe gibt. Aber du siehst tatsächlich an einem, da ist, guckt so ein bisschen Stein raus aus einem aus so einer Sandwehe. Und wenn du da weiter schaust, kannst du feststellen, dass tatsächlich ein Fuß scheinbar aus dem Sand ragt, und zwar ein Eselsfuß. Wenn du gegen tupst, es scheint aus Stein zu sein. Tiberius, kannst du das hier mal frei machen? Was ist Tiberius! das? Ja, das sehe ich ja auch nicht. Mach das mal frei. Ach, okay, Machst ich roll du's? meine Ärmel hoch und Ja, legst es frei. Es scheint tatsächlich ein Esel zu sein. Auch noch mit so hinten so einer Bettrolle und sonst was drauf, also ein bisschen Zeug scheinbar getragen hat. Der auch, weil hast noch nie einen furchtsamen Esel gesehen, aber wenn du dir einen vorstellst, würde er ungefähr so aussehen und scheinbar irgendwie so versucht hat, auf den Hinterbeinen zu stehen. Aber der kann offensichtlich nicht stehen, diese Statue. Also da hat irgendwer nicht nachgedacht beim Machen. Und das ist übrigens die Stelle, wo ihr gerne mal einen Sanity-Check machen dürft, weil. Ha, 58 von 60. Dann verlierst du nur einen Punkt Sanity. 75 von 80. Dann verlierst du auch nur einen Punkt Sanity. Ja, also das heißt, für euch, es ist natürlich langsam jetzt ein bisschen. Langsam beginnt man vielleicht Sachen zu hinterfragen, weil warum sollte jemand jetzt noch einen auf den Rückbeinen stehenden Esel, aber so, dass er nicht stehen kann, machen, der auch noch irgendwie Sieht der Zaumzeug Esel braucht? auch zufällig so aus wie ein Esel, den Ampelius in seinem Stall hatte? Möglich. Oder ist das Zaumzeug irgendwie mit dem Wappen vom Ampelius Familie? Oder? Jetzt, wo du mir nachschaust, ja, tatsächlich. Ha. Jetzt, wo ihr das gesehen habt, Alia, kannst du auch noch denken, da hinten ist noch so ein Sandhügel, vielleicht ist da noch mehr, also weil das sieht ähnlich aus, wie wo der Esel gerade lag. Ich gehe da hin und wische ein bisschen mit dem Schuh Ja, dann den Sand. triffst du kurz darunter auf Stein auch wieder. Tiberius! Tiberius, kommst du mal bitte? Ja, wie Du es aussieht, müsstest. gehörte der Esel zur Statue. Ja, wahrscheinlich. Hier ist noch was. Das musst du mal eben frei machen. Es ist mein Rücken. Ja. Und meine Finger. Ja, Das. du legst das dann frei für deine Mutter. Es ist langsam, du bist so dreckig wahrscheinlich gerade wie seit sehr langer Zeit nicht mehr. Nicht mehr so, seitdem, als wir durch die Abwässerkanäle fliehen mussten vor andere Geschichte. Das war ein Ja, Missverständnis. als du es anfängst freizulegen, denkst du auch erst, das scheint wieder irgendeine Art von Tier zu sein, aber kein Esel. Kannst dann auch Fangzähne freilegen, aber dann hinten wieder menschliche Beine. Und als du es komplett freigelegt hast, scheint es fast wie so eine Art Chimäre auszusehen. Es ist ein menschlicher Unterleib, der aber nach oben langsam in, du hast, kennst es alle ja aus Zeichnung, eine Hyäne ausläuft. So als wäre es gerade in Verwandlung begriffen, als es, also das Bild als Statue dargelegt, oder als sei es ein Mischwesen, aber ganz seltsam verstörend. Ich hätte gerne erneut einen Sanity-Check von Ist euch. das so ein ägyptischer Gott, oder? Möglich. Die haben ja oft so Tierober- und Menschenunterkörper. Wieder gelungen. Ebenfalls. Ja, dann verliert ihr nur 2 Sanity-Punkte.
Ihr könnt euch noch daran klammern, dass es sich möglicherweise um seltsame Statuen handelt. Warum sind seltsame Statuen so beängstigend, dass man Sanity verliert? Das ist scheiße. Weil es wirklich sehr, sehr, sehr realistisch aussieht. Tut mir leid. Aber so langsam die Gewissheit herancreept, dass da vielleicht mehr hinterstecken könnte. Quirius, das gefällt mir nicht. Das ist doch Unsinn. Vielleicht sollten wir den Künstler nicht fragen, ob er eine Statue von dir macht. Er hat bestimmt noch mehr davon so rumstehen. Glaubst du also wirklich, der Künstler hat Schlangen im Haar? Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ja, wollt ihr hier noch irgendwas machen oder die Dinger mitnehmen oder hier wieder halb verbuddeln oder was wollt ihr damit tun? Ist das Zaumzeug? Und der Esel hat hinten auch sowas wie einen Sattel mit Taschen? Ja, aber einfach nur mit ein bisschen Proviant in der Decke, also nichts jetzt Wildes. Aber kein versteinerter Proviant, sondern echter Proviant. Echter. Und das Zaumzeug ist auch noch echt oder ist das auch versteinert? Nichts ist versteinert, nur das Tier selbst. Das Zaumzeug gehörte offensichtlich auch Ampelios. Ja. Ist da noch irgendwas Auffälliges im Gepäck drin? Nein, also es sieht so aus, als wenn das Verpflegung halt gewesen sei, Wasserschlauch. Von der Menge des Ganzen würdest du sagen, die können nicht weit gereist sein. Also auch die Satteltaschen sind jetzt nicht so, dass da irgendwie schon sehr viel weggekommen ist. Das ist vielleicht für eine Nachmittagsreise oder sowas. Also wenn ihr die Landschaft rausreist. Im Wasserschlauch ist Wasser oder Wein? Wein. Ich probiere mal. Das ist der gute Wein von euch. Also den ihr auch zum Mittagessen immer kriegt. Das ist eindeutig Ampelios-Wein. Ich möchte mir die Hyänen-Mensch-Chimäre nochmal angucken. Was möchtest du genau wissen? Das Ding ist nackt. Ja, tatsächlich. Aber du siehst, wenn du dann weiter drumherum schaust, dass zerrissene Kleidung drumherum liegt. Die so, als wäre sie geborsten oder sowas. Der Hyänen-Oberkörper ist aber auch deutlich größer als ein menschlicher Oberkörper es wäre. Okay. Liegt da irgend sowas wie Gürtel oder eine Tasche oder sowas in der Nähe? Ist irgendwas zu sehen? Mach mal Spot Hidden. Ja. Ja, findest tatsächlich, wenn du so ein bisschen dann im Sand wühlst oder wühlen lässt. Tiberius! Diesmal habe ich es auch gesehen. Ja, findet tatsächlich einen Gürtel, einen ganz normalen, einfachen, wo ein Beutel dran hängt, wo ein paar Sesterzen drin sind und auch so ein Amulett, so ein Chuma-Amulett, wie ihr es schon gesehen habt. Ach. Und der sieht auch, der Gürtel ist auch tatsächlich geborsten, also als wäre der, was auch immer ihn getragen hat, zu groß geworden. Ein seltsamer Künstler. Ist das ein Gürtel eines Menschen von Standes oder eines... Eines normalen Menschen, würdest du sagen. Eine griechische Machart, so von der Schließe her, man kann von der Schließe nicht auf das Adelsgeschlecht... Nein. Keine Ahnung. Die Hyänenkopf-Ding, sieht das verängstigt aus, oder? Eher wild. Mordlustig, was auch immer. Also als würde es so mit Geifern lefzen. Sieht fast aus, als hätte es sich breit gemacht, zu springen, aber wie gesagt, hinten ist es halt noch Mensch. Also. Ja, also ich würde, ich denke, dem Esel irgendwie die Packtasche abnehmen und die mitnehmen. Ja, kein Problem. Und dann wieder zurück in die Stadt. Ja, wenn Mutter nicht noch irgendwer Spannendes unter dem Sand findet, sie scheint da ja so ein Händchen für zu haben. Mutter denkt, sie hat dich genug buddeln lassen, denke ich. Dann sagen wir der Einfachheit halber mal, dass ihr euch dann möglicherweise in der Stadt wieder trefft, um euch besprechen zu können. Ja. Und ich brauche dringend eine Handcreme. Die kannst du dir besorgen. Hast ja jetzt das Herzen in den Beutel gefunden, reicht genau für Handcreme. Ja. Aber vorher mit Wein abwaschen. Ist gut natürlich. Für die Haut. Hier, fühl meine Finger. Sie baden gerade ihre Hände drin. Ja, ihr trefft euch wieder.
Sie sieht erschöpft aus. Ja, war anstrengend und schmutzig. Und beängstigend. Wie ist es euch ergangen? Oh, nun, das Übliche, ein bisschen Bibliotheksrecherche, nichts Aufregendes, außer dass wir einen Ägypter mit fettigen Haaren und einer roten Tunika als vermutlichen Schriftrollendieb entlarvt haben. Ah, okay, die Beschreibung muss eben klang langweilig. Jetzt wird's interessant. Ja, wir haben nämlich versucht nachzulesen, also besonders über nubische Gottheiten. Und ja, die Schriftrolle, die uns wahrscheinlich am meisten verraten hätte, wurde ausgetauscht gegen eine Schriftrolle mit ja, Details über den Fischmarkt und Rechnungen vom Fischmarkt. Das heißt, Nubische Gottheiten, hattet ihr da irgendwas erzählt über einen Hundekopf? Hyäne, Hyäna. Ihr lachender Hund. Ja, wenn Sie jetzt danach fragen, kommt ihr durchaus wieder in den Sinn, es war mal am Rande irgendwie, dass es heißt, dass Chuma auch von allerlei wilden Tieren gedient würde und dass man sie auch rufen könne. Unter anderem wurden dort auch Hyänen genannt. Wobei Ja. die Übersetzung nicht wirklich eindeutig war, ob es Hyänen oder Hyänengeister heißen sollte. Also, laut Text soll Chuma auch dienstbare Wesen haben und darunter entweder Hyänen oder Hyänengeister, aber Also in dem Fall war nur der Oberkörper dienstbar, der Unterkörper war noch erstaunlich menschlich. Der kann doch auch dienstbar sein. Ja, also wir haben zwei weitere Statuen gefunden. Statuen, also wie die des Ja, Hausherrn. ziemlich genauso, sein Esel. Auch wieder kein Kontrapost? Kein was? Kontrapost, wir hatten das doch. Statuen. Ja, die richtige Form zu stehen für die. Ach, egal. Also, ja, also Ja, unmögliche Posen. er wirkte unbalanciert. Ich verstehe. Das ist sehr ungewöhnlich. Und er hatte auch ungefähr das. Er hatte Gepäck bei sich. Und er hatte auch Amphibios Wein bei sich. Ein was? Den Wein von Wein. Ampelios. Die Darstellung war also war wieder sehr realistisch ausgestattet. Den guten oder den schlechten? Den guten. Vielleicht wird unser Bild etwas klarer, wenn wir die restlichen Schriftrollen finden. Habt ihr eine Idee, wo wir sie finden könnten, außer auf dem Fischmarkt? Nicht Warum wirklich, nicht? aber der Ägypter sollte auffällig sein, oder? Rote Ägypter, rote Tunika, pomadiges Haar. Wie viele Ägypter gibt es hier? Nicht wenige wahrscheinlich, aber mit einer roten Tunika? Also ich meine, in Rom würden mir ein Dutzend solche Leute jeden Tag über den Weg laufen und hier sind wir zwar in der Provinz, aber davon nahe in Ägypten. Wir könnten zumindest mal uns umhören. Also zumindest der Ja. Bibliothekar hat sich an ihn erinnert. Und die Kleidung scheint doch auffällig genug zu sein, dass selbst Karawanen sie als auffällig bezeichnen würden. Ah, gut. Ja. Was hat er? Entschuldigt. Was hat er gesagt? Er sagte: Ägypter, rote Tunika, prächtiger Bart, pomadiges Prächtig. Haar. Ja, ich weiß auch, wie die Pomade riecht, falls das hilft. Woher? Sagen wir, er benutzt so viel davon, dass sie an Dingen kleben bleibt, die er anfasst. Oh. Oder Oh. sie läuft an ihm, es ist doch sehr warm hier. Ist es hier eigentlich immer Aber er ist so doch warm? Ägypter. Das ist wahr. Wo findet man denn hier in Kyrene Ägypter? Naja, also er hat zumindest Rechnungen vom Fischmarkt gehabt. Wäre dann in der Nähe des Hafens in Apollonia. Da könnten wir anfangen. Vielleicht. Fragen wir doch mal den Bibliothekar vorne. Vielleicht weiß der, ob es hier ein ägyptisches Viertel gibt. Könnt ihr jeden hier fragen. Also,
Nein, es gibt kein eigenes ägyptisches Viertel. Es gibt natürlich diverse Ägypter nach Dotter, da hat Beres schon recht. Aber wenn es um Handelsleute geht, dann ist natürlich der Hafen tatsächlich eine gute erste Anlaufstelle, weil da gibt es auch die billigsten Herbergen tatsächlich. Mhm. Ja, gut. Dann. Ja, dann macht ihr euch auf den Weg dahin. Also Apollonia ist der etwas vorgelagerte Hafen, das ist nicht weit. Kann man auch mit dem Karren sich hinfahren lassen, wenn man selbst nicht gut zu Fuß sein sollte. Und wenn ihr dort ein bisschen rumfragt, ihr habt ja eine relativ gute Beschreibung des Mannes, vor allem wenn ihr auf dem Fischmarkt selbst schaut, wie Medea ja vorgeschlagen habt, könnt ihr tatsächlich hören, dass so ein Ägypter hier durchgelangt ist. Man weiß auch gar nicht, wenn man die Leute so genauer fragt, Ägypter nennt man ihn, weil er selbst sagt, er sei aus Ägypten. Mhm. Leute haben ihn halt darauf angesprochen, weil er seltsam aussah. Er sprach aber akzentfreies Griechisch auch, was jetzt nicht unüblich ist. In Griechenland gibt es ja durchaus durch die Ptolemäer auch viele Ägypter. Andersrum, in Ägypten gibt es viele Griechen. Man hat tatsächlich den auch vor kurzem noch hier gesehen. Der hat sich gestern wohl am Hafen rumgetrieben und hat scheinbar versucht, eine Passage raus aus der Stadt zu finden. Dann könnten wir ja mal theoretisch bei den Schiffen nachfragen, die noch vor Anker liegen, ob er da Passage gebucht hat oder ob er da versucht hat, Passage zu buchen. Ja, tatsächlich findest du dann auch eine phönizische Trireme, die tatsächlich auch, als du dann danach fragst, sagt, na endlich, wo ist der denn auch? Wir wollen jetzt aufbrechen. Er ist also nicht gekommen? Nein, wir warten schon seit einer halben Stunde. Wenn er jetzt nicht bald auftaucht, dann könnt ihr ihm sagen, dann fahren wir ohne ihn ab. Wir kennen ihn leider nicht, aber wir sind auf der Suche nach ihm. Wisst ihr vielleicht, wo er untergekommen ist? Ist irgendwie in einem dieser Gasthäuser. Er zeigt in Richtung der billigsten Spelunken am Hafen. Wie er eigentlich heißt? Er heißt Thukypides. Das ist ganz eindeutig ein griechischer Name, kein ägyptischer. Thukypides. Ja. Er hat gesagt, er muss ganz dringend nach Akkon. Mhm. Das ist in Phönizien, nicht in Ägypten. Okay, das ist alles sehr gut. Prima. Wir werden schauen, ob wir ihn finden können. Vielen, vielen Dank. Dann sag ihm, wenn er nicht in einer halben Stunde hier ist, dann reisen wir ab und dann kriegt er seinen Vorschuss nicht wieder. Mhm. Prima. Jetzt haben wir den Top-Grund, ihn zu suchen. Wir können jetzt überall reingehen und ausrufen, dass Thukypides. Herrje. Letzter Aufruf für die Maschinen nach Akkor. Ja, genau. Das also quasi, dass das Schiff gleich ausläuft und ob ihn jemand gesehen hat oder ob jemand weiß, wo er ist. Ja. Das ist tatsächlich dann relativ leicht, sich durchzufragen. Tatsächlich ist er in einem der Gasthäuser, meint die Frau dann, die ist ein bisschen schwerhörig und ihr müsst ihr irgendwie 5-mal den Namen sagen. Thukypides! Hä? Thukypides! Ah, ja. Der ist oben. Oben? Ganz ruhiger Junge. Ja, guter Mann. Ja, ganz oben. Gut, dann gehen wir ihm mal Bescheid sagen. Wir sagen ihm kurz Bescheid. Ja. Es wird langsam Zeit. Ja. Ja. Gut. Ja, und dann. Ja. Oben könnt ihr tatsächlich sehen, das Erste, wenn ihr den Gang hochkommt, die Treppe, dass am Ende des Ganges eine Holztür ist. Und diese Holztür ist komplett aufgebrochen. Also das sieht so aus, als wenn da jemand mit großer Gewalt gegengerannt sei. Von außen? Ja. Am Ende könnt ihr nicht viel mehr sehen, weil es halt hier relativ düster ist. Das könnte sein Zimmer sein. Riecht es hier nach der Pomade? Es riecht hier weniger nach der Pomade, als vielmehr nach Fischgestank, so ein bisschen Fischverwesungsgestank und auch leicht verbrannt. Dann bewege ich mich doch mal gazellenartig auf diese Tür zu. Ja, wenn du da näher kommst, merkst du auch irgendwann so ein bisschen, ja, verbrannt, im Sinne von eher so verbranntes Fleisch, wie wenn man ein Brandopfer gebracht hat an den Tempeln oder sowas. Und wenn du dann den Kopf reinsteckst, siehst du tatsächlich, das ist ein Bild der Verwüstung. Das muss ein riesiger Lärm gewesen sein, wie die Frau das unten nicht gehört. Oh, Moment, ja. Ja. Und das wirklich Verstörende ist, aber du siehst einen Mann, der auf die Beschreibung
grob trifft, so halb auf so einer Liege liegen. Er hat auch eine ziemlich üble Wunde über die Brust, wie von großen Krallen. Und du kannst dir vorstellen, dass die von diesem hyänenartigen großen Ding stammt, das ist absurd. Vorne liegt, das allerdings ziemlich verbrannt ist und zusammengerollt. Du siehst keine Feuerstelle oder ähnliches. Du siehst auch rundum das Ding keine Brandspuren. Und du siehst ein kleines Stück hinter der Hyäne auch wieder Kleidung wie zerrissen. Ja. Und der Mann auf dem Bett, der scheint tatsächlich, wenn du es dir anschaust, der scheint noch zu atmen. Aber nur so ganz schwach bei Besinnung zu sein. Was du sehen kannst, Medea, ist, da liegen tatsächlich so ein Schriftrollenbehälter neben dem Bett. Das sieht alles so aus, als wenn alles quasi gerade bereit gemacht worden sei, um abzureisen. Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass der Mann noch lebt. Ich werde wahrscheinlich gar nicht... Erstmal ein Sanity-Check von allen, bitte. Ja, ich habe darauf gewartet. 17. 43 reicht trotzdem. 22. Hat es irgendwer nicht geschafft? Ja. Ich hätte gerne 2W6 Sanity-Verlust von dir. Für alle anderen ist es nur 1W6. Also Ali übergibt sich in den Flur, oder? Das, wie es ist, ob du ohnmächtig wirst, ob du dich übergibst oder ähnliches, das kannst du jetzt entscheiden. 4 Punkte trotzdem. Ja, also alles unter 5 Punkten ist zwar shaken, aber keine schlimmen Auswirkungen. Wenn ihr 5 Punkte oder mehr habt, dann habt ihr auch irgendeine Art von Auswirkung, die ihr gleich beschreiben könnt. Da das hier sowieso sehr gestunken hat nach verrottenem Fisch, war das jetzt so letztes Plus. Ich übergebe mich lautstark, krieg gerade noch so mein Tuch beiseite und übergebe mich schön in dieses verwüstete Zimmer. Platsch. Ja, ich mache das Einzige, was man in der Situation kann. Ich ignoriere es völlig. Der Mann ist wahrscheinlich eh schon tot. Ich beuge mich runter zu den Schriftrollen und gucke mir das genauer an und versuche möglichst nicht einzuatmen. Ja. Was die Magus und Gelehrte noch sehen dürften, ist, dass sich auf einem der Tische hier im Raum liegen jede Menge Fische, die sind scheinbar aufgeschnitten worden und anhand der Innereien versucht worden, irgendwas zu lesen. Also deswegen roch es hier auch so sehr nach Fisch und deswegen hat er scheinbar so viele Fische gekauft. Vielleicht kann man die noch nachlesen, die Weissagung. Also wir haben hier jetzt einen stark blutenden, ohnmächtigen Ägypter. Nicht ganz ohnmächtig. Sterbend. Sterbend komatöser Ägypter, ein angekokeltes Hyänenmonster, verwesende Fische und Patrizierinnenkotze. Richtig. Eine Mutter übergibt sich. Hallo? Ja. Geht es jetzt reihum um? Oh nein, eine wird schlecht, Nummer 2 wird schlecht, Nummer 3 wird schlecht. Würde vermutlich in den Fischen rumwühlen und auch wieder so vor mich hinreden. So, das ist ja. Also man kann das auch anders und Weissagungen sind sowieso für, und wenn ich dann, wenn der Herr irgendwann sagt, dass der Ägypter noch nicht tot ist, muss ich mal zu dem rübergehen. Leute, er atmet, glaube ich, noch. Das Hyänenvieh atmet hoffentlich nicht mehr. Nein, das ist tatsächlich ziemlich verkokelt. Also es scheint so, als wenn es an der Brust irgendwo angefangen hätte und dann so ein bisschen ausgebreitet hätte und das sieht auch also ziemlich tödlich gewesen sein. Ich würde versuchen, irgendwie... Das heißt, wenn man dagegen tritt, fällt der angekohlte Kopf ab, oder? Ja, also es spricht zumindest ein Stück vom Torso raus, das ist schon richtig verkohlt. Okay, ja. Kann ich dem Ägypter die erste Hilfe leisten? Also dem Griechen, der behauptet, er sei Ägypter. Das kannst du gerne mit einem Wurf auf Medicine tun. Ja, dann mache ich das. Als du näher kommst, versucht er dich fast so ein bisschen abzuwehren. Ja, nee. Also 85 ist deutlich über 30. Ja, also du glaubst, dem ist jetzt gerade nicht so akut zu helfen. Also der wird innerhalb der nächsten halben Stunde wahrscheinlich das Zeitliche segnen, wenn er nicht ernsthafte medizinische Versorgung kriegt. Aber er ist noch bei Bewusstsein. Und er redet auch auf Griechisch mit dir. Du kannst kein Griechisch immer noch, ne? Nee. Ich hatte keine Ahnung, wie wichtig das wird. Fingerschnipsen. Ich verstehe nicht, was der Mann sagt. Aber der Mann sagt. Ich glaube, es ist Griechisch. Soll man Griechisch erkennen, ja.
In griechischer Kennen habe ich 80. Ja, Medea, wenn du da näher kommst, hörst du tatsächlich, dass er irgendwas sagt wie: Verschwindet, ihr Götzendiener, ihr werdet niemals gewinnen. Verschwindet, ihr Götzendiener, ihr werdet niemals gewinnen. Vielleicht redest du mit ihm und übersetzt nicht einfach nur. Was ist hier geschehen? Wer hat dir das angetan? Und sag ihm, wir sind keine Götzendiener. Wir sind Römer. Das lasse ich weg. Wer hat dir das angetan? Was ist hier geschehen? Ja, sein Blick wird jetzt so ein bisschen klarer, wenn du ihn gezielt ansprichst und auch offensichtlich auf Griechisch ihn ansprichst, in akzentfreiem Griechisch. Was? Er spuckt so ein bisschen Blut aus und macht dann ganz unwillkürlich so eine Bewegung, als würde er seine Haare wieder richten wollen. Wer seid ihr? Ihr seid nicht von den Dienern Chumas? Er möchte wissen, ob wir von den Dienern Chumas sind. Nein, wir sind die Allier. Nein, wir sind nicht die Diener Chumas. Aber wir sind auf der Suche nach Informationen über Chuma. Jetzt greift er mit der blutigen Hand nach dir. Und bedeutet dir, näher zu kommen. Er hat scheinbar nicht mehr so viel Stimme zu haben. Ich komme näher. Ja. Er wird jetzt auch tatsächlich dich dann irgendwie mit der blutigen Hand packen. Also du wirst ein bisschen Blut abkriegen dabei. Sie sind Tore. Sie wollen... spuckt wieder ein bisschen Blut. Sie wollen Chuma rufen. Sie wissen nicht, was sie da... Womit sie... Sie glauben, Chuma wird ihnen dienen, aber sie werden nur Chumas Willen erfüllen. Wer ist sie? Sie ist ein Götze aus den fernen Ländern der, nein, der nein. Träume. Nein, nein, du sagtest, sie wollen Chuma rufen. Wer ist sie? Verblendete Bewohner dieser Stadt, die glauben, sie würde ihnen helfen. Wo wollen sie sie rufen und wann? Weißt du das? Ich dachte nicht, dass sie mir schon auf den Fers sind. Ich dachte, ich habe alles gefunden, was sie wissen, an einem Ort, in dem diese Kräfte stark sind, müssen sie rufen in einer Nacht, in der die Sterne richtig stehen. Es steht alles, er deutet so mit den Händen auf, es steht alles in den Rollen. Wenn sie, und er zeigt es auf diese Hyäne, wenn sie solche Hilfe haben, dann wissen sie vielleicht, was sie brauchen. Jemand muss sie stoppen. Sonst ist diese ganze Stadt verloren. Und er scheint das wirklich zu glauben, wenn er das sagt. Ja, also man soll ja Leuten, die eine Geistesstörung haben oder irgendwie so kurz vorm Sterben sind, nicht widersprechen. Das heißt, ich nicke verständlich. Kannst du eigentlich Medicine? Also nicht mehr als üblich, befürchte ich. Okay, üblich also, ist 5%, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass du ihm helfen kannst. Warte mal, 5%. Nee, ich hab, gut, nee, ich hab Natural World, aber er ist ja ein Mensch, ne, kein Tier oder eine Pflanze. Nee. Sehr eindeutiger Mensch, kein Baum. Ja, tut mir leid. Also, ich hätte erste Hilfe, aber damit ist wahrscheinlich da nichts mehr zu machen, ne? First Aid, doch, tatsächlich. Ja, klar. Das geht? Okay, gut, dann würde ich das probieren. Ich kann es zwar nicht gut, aber immerhin. Zeit zu erkaufen, bis ein bisschen Arzt sich um ihn kümmern kann. Ja, okay. Ich guck mal, wo. Ich druck mal links. Sorry, Eric, da hätte ich dich vorhin auch drauf würfeln lassen müssen. Ich habe First Aid und Medicine verwechselt. Guck mal links, ich habe es tatsächlich. Egal, weil 85 ist über allem. Ich habe es tatsächlich geschafft. Also knapp, aber geschafft. Ja, dann schaffst du es tatsächlich, ihm jetzt die Blutung zumindest zu stillen. Und wird dann ein bisschen klarer auch werden. Also er braucht immer noch natürlich irgendwann ärztliche Hilfe, aber das lässt sich dann jetzt, sage ich mal, einrichten. Ja. Aber er redet immer noch dieses geistesgeschütze Zeug, von wegen, dass sie Chuma rufen wollen und dass sie nicht wissen, was sie da rufen. Es ist aus den Landen der Träume, sagt er, würde Chuma stammen. Und Chuma sei eine alte Göttin. Sie würde auch in Nubien und in Kusch als Yip bezeichnet werden. Und sie würde, ihr schwarzes Blut würde tatsächlich die ganze Stadt bedecken und an jeden töten und ihre Seelen in die Traumlande reißen.
Ja, das klingt nicht gut. Und wir haben ja gelernt, religiöser Fanatismus generell ist keine gute Idee. Und das ist natürlich alles Blödsinn, was der Mann da erzählt, keine Frage. Aber er scheint das wirklich zu glauben. Und vermutlich werden die Anhänger von Schumann das auch wirklich glauben. Und das ist in jedem Fall sehr, sehr schlecht. So eine Gruppenerfahrung ist eine mächtige Sache. Diese Leute können vielleicht wirklich glauben, dass ein wie auch immer geartetes Wesen ihnen zuhört oder Naja, andere seh doch Dinge mal, tut. was sie diesem armen Mann hier angetan haben. Kannst du ihn nach den Statuen fragen? Sag, gibt es irgendein, also wir Ich haben diese. verstehe Latein. Ich bin doch kein Barbar. Oh, gut. Das erleichtert die Sache sehr. Ja. Also scheinbar in seinem geschwächten Zustand vorhin konnte er sich nicht darauf konzentrieren, aber jetzt, wo du ihn versorgt hast. Jetzt, wo er nicht mehr im Blut kann, Latein. Das ist ja Jetzt, ja. super. Naja, jetzt, wo er nicht mehr so viele Schmerzen hat, er. Er hat sich tatsächlich bei dir auch bedankt, mit dir. Gerne. Ihr müsst sich stoppen. Er deutet auch auf das Wesen dort. Ihr seht einen Buddha und glaubt immer noch nicht, dass das, was ich gesagt habe, stimmt. Ein was? Verschließt ihr die Augen vor der Realität. Ein Ein was? Buddha, ein Wesen, das sich nach Willen in diese Bestie verwandeln kann. Ein Mensch, der Bestienform annehmen kann. Das war ein Mensch? Seht ihr nicht da hinten noch seine Kleidung? Wir haben so ein ähnliches Ding gesehen, aber als Statue. Als Statue? Ja. Also es gibt diesen Künstler, Direkt neben einer Eselstatue. der geschmacklose Statuen macht, in unmöglichen Posen. Wir haben, was habt ihr gefunden? Dieses Wesen, einen Esel und, Und einen naja, Weinhändler. vielleicht habt ihr es schon gehört, ja, unseren Gastgeber. Seid ihr sicher, dass es Statuen waren Ja. und nicht Es ist aus versteinerte Wesen? Stein. Was soll es sonst sein? Versteinerte? Oh gut, nur mal als Theorie. Wenn es denn versteinerte Wesen gewesen wären, wie wären die dann versteinert worden? Habt ihr auch in Herodot nicht gelesen? Der guckt dich jetzt tatsächlich so scheltend an. Aber natürlich habe ich den Herodot gelesen, Ja, aber. dann mach mal einen Wurf auf Natural World. Also. Na komm, also da. Das ist doch allen klar, dass das viel Hörensagen und viel Metapher und. Kam in der lateinischen Version vermutlich nicht so gut rüber. Meinst du? Ja, das ist drunter 30. Ja, tatsächlich wird in Herodots Historia, beziehungsweise in dieser Geschichte der ganzen Welt, berichtet, dass es in Kyrenaika ein Wesen gäbe namens das wird als Basilisk bezeichnet. Und dieses Wesen soll tatsächlich in der Lage sein, Wesen mit seinem Blick zu versteinern. Und das soll in den Bergen der Kyrenaika leben. Ja, also natürlich habe ich Und meinen Herodot gelesen. vertreiben kann man es übrigens angeblich laut Herodot mit einem Wiesel. Und Mit das sind alles einem. gerade Sachen, die ich mir nicht ausdenke, das Ja, hat ja. Herodot nicht geschrieben. Gut, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich will nicht Herodots Verdienste schmälern, aber ich habe das immer für eine Metapher auf etwas gehalten. Herodot war einer von uns. Er war ein Custos Notitiae. Er war ein Bewahrer der Schriften. Er hat. Ach, ihr werdet es nie verstehen, solange ihr euren Geist nicht öffnet. Ja, er muss sich wieder ein Stück zurücklehnen, weil das Langsam, Essen nicht langsam. so viel war. Erstmal Und tief durchatmen. was hat jetzt Herodot mit den Statuen zu tun? Versteht ihr es denn nicht? Wenn die Basilisken, sie leben in den Bergen, nicht in der Wüste. Wenn ihr sagt, ihr habt in der Wüste sie gefunden, dann muss irgendwas den Basilisken vertrieben haben. Also irgendwas ist in den Bergen. Aber was? Ein Also, Wiesel. ich weiß es Etwas, nicht. was eine schwarze, ölige Substanz absondert. Ja, ihr habt ihr Blut gesehen? Oder habt ihr nur davon gelesen? Belassen wir es bei gesehen. Jetzt guckt er dich tatsächlich ein bisschen respektvoller an, als würde er dich jetzt für voller nehmen, dass du nicht so tust, als wäre das alles nicht ernst. Das mit diesem Blut, es heißt, dass man
selbst Kreaturen, die ihr vielleicht als magisch bezeichnen würde, bezwingen kann. Wenn sie es geschafft haben, den Basilisken aus den Bergen zu vertreiben, dann sind sie dort vielleicht jetzt. Wie hieß das vielbrüstige Ding noch? Chuma oder Ip. Die Jünger, die Kultanhänger, ja? Ja. Und man kann diese in der Wüste hier ist ein Basilisk. Anscheinend, wenn das, was ihr sagt, stimmt. Ach, hätte ich das doch nur eher gewusst. Und man kann diese Substanz auch benutzen, um dann diese Jünger zu vertreiben. Die Jünger werden diese Substanz nutzen. Es ist ein Zauber. So wie ich dieses Wesen mit reinigen Flammen töten konnte, können sie dieses Blut rufen. Und er scheint natürlich das ernst zu meinen mit dem, ich habe hier Flammen gerufen. Natürlich. Sie können dieses Blut rufen und wenn... Es ist dieses Blut, es ist wichtig in dem Ritual, um Chuma zu rufen. Ihr müsst ein Opfer, ein mächtiges Opfer finden. Und dieses muss von Chumas Blut völlig ummantelt werden, in einer Nacht, in der die Sterne richtig stehen. Was wäre so ein... Ja. Ich hatte noch keine Gelegenheit, ich wollte die Rollen einfach schnell wegschaffen, aber sie müssen eine Kopie gemacht haben, bevor ich sie geklaut habe. Ihr müsst etwas tun. Ruft von mir aus die Römer beisammen, sagt ihnen, dort seien irgendwelche Frevler. Sie werden nicht viele Fragen stellen, sie einfach alle niedermachen. Ich erinnere erneut daran, wenn das passiert, dann ist euer Geld futsch. Wäre eine Möglichkeit. Wieso? Ampedius ist ja definitiv nicht mehr unter den Leuten. Oh, das ist ein interessanter Gedanke, ne? Das heißt, wenn man keine Beweise dafür findet, dass Ampelius dazugehört hat? Ja. Dann wäre er einfach nur verschollen oder tot? Verschollen? Dann dürfen die natürlich keine Gefangenen machen und die irgendwelche Namen verraten. Das ist schon risky, ne? Ja, ja, aber es ist zumindest... Ja, aber oder man könnte es natürlich sagen, es kommt auch darauf an, was das für Leute sind, aber man könnte es auch so drehen, dass man natürlich, also unser guter Gastgeber ist natürlich ja verschwunden, aber also als langjähriger Geschäftspartner kann unser Haus doch für ihn bürgen, dass er in so etwas nicht verwickelt wäre. Und Beweise gibt es natürlich keinen. Nur die Zeugenaussagen von nicht vertrauenswürdigen Leuten. Genau. Vielleicht sind es aber auch Bürger dieser Stadt. Also ich sag mal so, ihr könnt das versuchen, aber dann müssten wir am Ende auswürfeln, ob irgendwer gefangen genommen wird und Ampelius Namen verrät. Das ist ein Risiko für euch. Ja, vielleicht sollten wir erstmal versuchen. Unser Haus gesagt. Ja. Ich arbeite jetzt schon seit... Langer Zeit. 5 Jahre. Ihr habt euch doch immer gewünscht, dass ich mich mehr mit der gemeinsamen Sache identifiziere. Ich schiebe Tiberius ein bisschen von ihr weg. Keine Angst, ich könnte zweimal seine Mutter sein. Ihr müsst sie auf jeden Fall stoppen oder die ganze Stadt ist verloren. Das mit dem Feuer. Habt ihr davon noch mehr? Er guckt dich von unten an. Es ist kein... Ihr versteht nicht. Es kommt aus einem selbst, wenn man das nötige Wissen besitzt. Ja, ja, natürlich. Also man tut die Zutaten in ein Gefäß. Man wirft das Gefäß... Nein, ihr seid das Gefäß und das Wissen ist die Zutat. So, die Antwort ist nein. Ist sehr schade. Worauf wartet ihr noch? Spuckt wieder ein bisschen Blut. Ja. Vielleicht sollten wir uns der Sache annehmen? Ja, das sollten wir wohl. Es reicht, wenn ihr das Opfer
während des Rituals entfernt, dass das Blut es nicht vertilgen kann, dann kann Chuma nicht in diese Welt treten. Was wird das Opfer sein? Es ist irgendetwas, ein etwas Lebendes, und es muss ausreichend Macht besitzen. Es kann ein mächtiger Mensch sein, es kann etwas anderes sein. Wir werden sehen, aber es ist, würde eine Frage, würde es notfalls auch reichen, das Ritual einfach so zu stören? Oder muss... Wenn ihr den Magus, der das Ritual leitet, umbringt, dann ist das Ritual auch gestört. Das klingt doch handfest. Und gegen diese Substanz kann man irgendetwas tun, sie auflösen, fortwischen. Wenn, bevor sie euch völlig vertilgt hat, ihr den Magus umbringt, dann habt ihr noch eine Chance. Ansonsten ist es um euch geschehen. Gut. Euer Chef... So geschehen. Euer Chef ist jetzt wahrscheinlich schon ausgelaufen, befürchte ich. Aber wir werden auf jeden Fall einen Arzt checken. Danke. Ja, und bevor der Arzt hier reingeht, werde ich, glaube ich, erstmal irgendeine Decke über dieses Wesen da... Ja. Nimmst du dir die Schriftrollen mit dir? Ja, definitiv. Also, das er wird so sich so ein bisschen halbherzig wehren, aber er ist halt auch fast tot von daher. Oder ich trete gegen die bröckeligen Reste noch ein paar Mal dagegen, dass es nicht mehr aussieht, als wäre das mal ein Lebewesen gewesen von der Form her. Kannst du machen. Sonst ist es halt ein komisches, exotisches Haustier. Leute haben sehr gute Möglichkeiten, sich Sachen irgendwie einen Sinn zu reden. Wir müssen die Ärzte ja nicht noch wahnsinniger machen, als sie eh schon sind. Also. Ja gut, ihr besorgt noch einen Arzt. Ja. Dann ist tatsächlich die große Frage. Wollt ihr jetzt zu den höheren Stellen, zu den Offiziellen gehen? Auf die Gefahr hin, dass dann euer Haus... Also das Geld, das braucht ihr schon dringend. Ja, das ist zu riskant. Also ich sag mal, es wäre eine 30% Chance, dass bei euch alles zusammenbricht, weil doch irgendwer gefangen genommen wird und die einen ganzen Namen verrät. Weil die Römer, die können schon ziemlich gut foltern. Was? Niemals. Das können sie in der Tat. Niemals. Das verbitte ich mir. Wieso? Das ist doch eine Kunst. Ich habe mit Verlaub natürlich von meinen Landsleuten aber schon ganz andere Personen brechen sehen. Das ist jetzt kein Thema, was wir hier in der Öffentlichkeit durchdiskutieren. Generell diskutiere ich nicht mit dir, Samus. Natürlich nicht. Ihr habt ja schließlich immer recht. Natürlich. Selbstverständlich. Dann sagt uns doch, was wir jetzt tun. Also ich würde grundsätzlich dem römischen Staat vertrauen. Also darauf vertrauen, dass verantwortliche Beamte bestechlich genug sind, dass sich die Sache schon regeln lassen wird? Diese Unterstellung ist sehr richtig. Fakten! Ich würde tatsächlich zugestehen, dass mit dem Statuswurf man die Chance, dass man nicht erwischt wird, noch verbessern könnte. Ja, man könnte auch Geld anbieten. Also ich meine, weil wer auch immer da am Hebel sitzt, wenn wir ganz viel Geld bekommen, wenn der Name da nicht fällt, dann kann man da durchaus noch Geld nachlegen. Also die Chancen stehen schon nicht schlecht. Aber ja, nicht meine Entscheidung. Oder jemand gleich die Hand. Es wäre übrigens gut, wenn es keine Zeugen gibt, die nachher aussagen können. Hm. Ja, stimmt. Tiberius, du als Mann des Hauses. Ja, Mutter? Du hast doch sicherlich einen Überblick über unsere derzeitigen Finanzen. Wir sind das vor 6 Wochen durchgegangen und ihr erinnert euch, dass... Das? Darf ich Ihnen die Ideenwurf machen? Kannst du gerne machen, klar.
Ich bin ja hochintelligent und deswegen mit 50 weit drunter. Ja, dann erinnerst du dich wieder, ja, die Finanzlage des Hauses ist nicht sehr gut, deswegen macht ihr diese ganze Reise, ja. Also ich sag mal so, wenn ihr jetzt in größeren Mengen Schmiergeld zahlen wollt, das könnt ihr machen, dafür müsstet ihr aber eher schon zukünftige Einnahmen verpfänden, dann müsstet ihr euren Lebensstil schon ein Stück weit runterschrauben für die nächsten halbe Jahr bis ein Jahr. Dann ist nichts mehr mit selbst ausgerichteten Orgien oder großen Trips zu den Wagenrennen oder der Villa in Also Neapel, wo es man. sei denn, wir schaffen es, Ampelios sehr schnell für tot erklären zu lassen und sehr schnell seine Güter auflösen zu lassen, in der Hoffnung, dass sie die Schuldscheine decken. Aber das ist doch schon eingerechnet. Also ihr müsstet schon das Geld alleine, damit wärt ihr wieder ein super Lebensstil. Aber das Geld kriegen und davon Schmiergeld zahlen, schränkt euch ein. Also ihr habt immer noch aus Sicht der normalen römischen Bürger ein geiles Leben, ne? So ist es nicht. Aber die Frage ist ja, was dein Lebensstil dir wert ist. Du müsstest dich etwas einschränken sonst. Das würde auch bedeuten, deine Mutter müsste sich einschränken. Ja, genau, das Denk doch mal an deine arme Mutter. Was denkst du denn, Mutter? Ich denke, dass eine Einschränkung nicht in meinem Interesse ist. Dann bleibt uns nichts übrig, als die Kultisten auszuräuchern. Medea sieht glücklich aus. Ich würde mich gerne Aber kurz entschuldigen und einen Abschiedsbrief schreiben an diejenigen, die nach uns kommen, wegen der Gier der Allier, die nicht bereit waren, ihren luxuriösen Lebensstil einzuschränken, deswegen uns in die Wüste schickten, um den finsteren Kult zu zerschlagen. Und wenn wir nicht wiederkommen, dann und dann schreibe ich die wichtigsten Sachen, die wir wissen, auf, damit jemand anders den Weltuntergang verhindern kann, wenn wir es nicht schaffen. ja, das ist sehr gut von dir. Ja, und das lasse ich dann gesiegelt irgendwo zurück, wo es jemand finden Ansonsten hat der kann. Dominus entschieden. Der Dominus ist der Herr. Ja. Dementsprechend macht ihr euch dann auf den Weg. So ist Ja, es. vollkommen eigenständig habe ich entschieden, dass Was wir du das von deiner machen Mutter werden, entscheiden lässt. was meine Mutter für am sinnvollsten hält. Ja. Ja, die Gier der Allier ist ein schöner Titel für dieses Abenteuer auch Ja. dann. Ja, ihr müsst natürlich erstmal euch. Die Berge, soweit hat Thukydides euch das gesagt. Naheliegend Gibt ist es es natürlich. noch den Nomadenjungen? Ich möchte nicht glauben. Oh ja, die Und Nomaden, die sind noch an der sicherheitshalber Agora. sollten wir vielleicht so ein bisschen was mitnehmen, wie leicht brennbares Öl und so Scherze. Ein Kamel, damit ich nicht laufen muss. Und es war sehr exotisch, darauf zu reiten. Also die Nomaden sind noch da an der Agora, die könnt ihr gerne ansprechen. Die kennen sich natürlich auch grundsätzlich in der Gegend aus. Das ist vielleicht ganz interessant für euch. Vielleicht sollten wir, ich weiß ja nicht, ach, egal. Ja, es ist okay. Medea scheint Was? schon ein bisschen mit ihrem Leben abgeschlossen zu haben. Ja. Wie würde das sein, aus welchen Situationen man dann doch wieder beinahe unversehrt Überlege, hinauskommt? ob ich einen Wiesel mitnehmen soll zur Sicherheit. Kann man einen Wiesel kaufen hier irgendwo? Ja, tatsächlich kannst du auch Kleintiere hier erwerben. Fantastisch, ich würde gerne einen Wiesel erwerben. Kostet dich 20 Sesterzen. Das ist Wucher! Nein! Ernsthaft! Ja, 20! der Händler sagt dir, es heißt, dass angeblich Basilisken gesichtet wurden in der Gegend und deswegen ist der Preis für Wiesel hochgegangen. Da hört man einmal von Basilisken und überall sprießen die Wieselhändler aus dem Ja, Öhr. das ist ganz schlimm. Aber Wer würde nachfragen? dieses Wiesel ist schon am Ende seines Lebens. Es hat nur noch drei Zähne und außerdem, also über den Schwanz brauchen wir jetzt wohl nicht reden. Das ist Na gut, na traurig. gut, 10 Sesterzen, 10 Sesterzen. Gut. Will ich aber gemeint haben. Ihr handelt besser als meine Großmutter. Tja. Gut, 10 Sesterzen und ich habe ein Wiesel. Es kommt Ja, jetzt in so einem mit. kleinen Käfig jetzt. Ja, zur Sicherheit. Notfalls, Oh. falls es kein. Das Wiesel stinkt natürlich wie ein Wiesel, ne? Ja. Hast du ihm meinen Namen gegeben? Was? Nein, wir können. Ach, nennen wir es einfach Herodot. Okay, das Wiesel Herodot riecht ganz schön. Aber Herodot hat ja auch gesagt, dass Wieselgestank vor dem Basilisken schützt. Also Das von daher. ist das, wofür wir es im Zweifelsfall brauchen. Und falls nicht, dann dient es vielleicht als Ablenkung. Aber befürchten Wenn wir nicht, der dass. Gestank alleine reicht, dann ist es ja auch okay, wenn es zwischendurch an Altersschwäche stirbt.
Habe ich irgendwo ein parfümiertes Tuch, bitte? Ja, selbstverständlich, kriegst du auch auf dem Markt. Ja, aber um es dann ein bisschen zu beschleunigen, also ihr findet die, die Libia vom Stamm der Nasamonen. Ja, und wenn ihr die tatsächlich dann fragt, dass ihr dahin wollt, sind die tatsächlich direkt sehr erschrocken. Die wissen nämlich scheinbar von den Bergen, von denen ihr redet. Und sagen euch, dass es sich dabei um die Montes Lapidei, so würdet ihr es ins Lateinisch übersetzen, handelt. Die steinernen Berge, was an sich natürlich nicht ein sonderlich kreativer Name für Berge ist. Sie erzählen euch dann aber, das liegt nicht, die Berge sind etwa nicht nach den Steinen benannt, die Berge bilden, sondern nach den Steinen in Menschenform, die dort in der Nähe überall stehen und in Tierform. Und es ist ein heiliger Ort ihres Volkes. Man darf ihn nicht betreten, sonst heißt es, würde man den Zorn der Götter auf sich ziehen. Deswegen wollen sie dort auch nicht hin. Sie können euch in die Richtung zeigen, aber sagen euch halt, ne? Also für Geld machen sie echt viel, aber sie gehen halt nicht näher ran als 5 Stadien. Nah ran reicht. Ich versuche außerdem, ihnen auf dem Weg beizubringen, dass das alles nur finstere Gerüchte sagen und Legenden sind und wir selbstverständlich vollkommen sicher sind, weil wir ein wissenschaftlich erprobtes Wiesel dabei haben. Sie sind ein bisschen verwirrt, weil sie scheinbar wirklich nichts von Basilisken wissen, sondern das heißt halt nur, ihre Götter haben dort diese Statuen von mächtigen Wesen als Warnung aufgestellt. Und die Gerüchte besagen eh, dass der Basilisk mittlerweile eh näher dran an Kyrene ist. Sagst du ihnen das? Nein. Okay. Ansonsten sind sie sehr interessiert in dieser Wieselsache, die du ihnen erzählst. Mhm. Mach mal einen Persuade-Check. Oh ja, das kann ich nicht so gut, glaube ich. Oder kann ich das gut? Ach, zumindest nicht total schlecht. Die Sache mit den Göttern ist übrigens die, dass die Götter nur ein Abklatsch von... Deswegen sind sie nicht zu fürchten in jeder Situation. 35. Geschafft damit? Geschafft, ja. Ja, tatsächlich hast du sie dann so sehr von dieser ganzen Wiesel-schützen-dich-vor-dem-Zorn-der-Götter-Sache überzeugt, dass... sie reagieren da nicht gut drauf, die hören dir nur zu, aber als er dann aufbricht, siehst du, dass sie noch 2 weitere Wiesel gekauft haben, die sie jetzt an ihren Dromedaren anbringen. Es riecht jetzt noch mehr. Wir werden so sicherer sein, das ist das Gute daran. Ja. Tatsächlich weisen sie euch aber auch darauf hin, dass ihr wahrscheinlich dann kurz vor Einbruch der Dunkelheit erst dann dort ankommen werdet, wenn ihr jetzt aufbrecht. Ja, oder wenn ihr lieber bis zum nächsten Tag warten wollt. Es ist dringend, wie stehen denn die Sterne? Samus? Oh, ich könnte auch gucken. Verdammt, ich habe Astrologie studiert. Ich wüsste wissen, wie dann die Sterne... Mach mal Science Astrology. Sterne und stehen. Samos kann gerne mal okkult in den Chuma-Scrolls nachschauen, also in den Schriftrollen. Ja, gucken wir mal, was wir... 13. Bisschen drunter. 16,65. Wie hoch hast du Science? 55. Dann kannst du dir tatsächlich auch wieder ein Häkchen dran machen. Du hast auch geschafft, Samos? Ja. Ja. Dann du kannst bestimmen, wie die Sterne jetzt heute Nacht stehen werden. Kannst du aufzeichnen und du reichst es sich ab und guckst mit dem Schuhmaus und stellst fest, oh, heute Nacht könnte die Nacht sein. Wir müssen los. Dunkelheit hin oder her. Ja. Um das alles jetzt ein bisschen abzukürzen, ihr kommt tatsächlich dank eurer Wiesel, bist du dir sicher, Medea, sicher durch die Wüste. Auf Herodot zu vertrauen, hat sich noch nie als Fehlschlag erwiesen. Und tatsächlich 5 Stadien vor diesen Bergen hören dann auch die Nomaden auf und sagen euch, ab hier seid ihr auf euch allein gestellt. Und tatsächlich könnt ihr dann weitergehen. Ihr seht auch schon so ein eingeschnittenes Tal. Das sieht so aus, als wenn man da geradewegs quasi weiter ins Gebirge rein könnte. Und wenn ihr näher kommt, seht ihr auch tatsächlich, dass dort Statuen stehen. Sehr verwitterte teilweise Statuen, aber es sind teilweise Menschen, es sind teilweise Tiere. Ihr seht mal eine Gazelle, ihr seht mal einen scheinbar libyschen Jäger, ihr seht einen jemand, der aussieht wie ein Grieche, also alle möglichen. Alle nackt, weil die Kleidung, die sie vielleicht mal getragen haben, ist vor langer Zeit schon dem hier doch recht harschen Wind und Sand zum Opfer gefallen. Ihr dürft alle nochmal einen Sanity-Check machen. Anhand der reinen Vielzahl der Statuen, an denen ihr jetzt vorbeilauft und die euch auch teilweise anzublicken und mit den Augen zu folgen scheinen. Mit einer 6 beeindruckt mich das vollkommen ja, nicht. Überhaupt nicht. Keinerlei Sanity-Verlust. 39 von 53. Auch alles gut. Du hast schon genug gesehen. Jetzt alles schon gesehen. Diese paar Statuen jetzt.
Was ist mit dir, Mutter? Du verlierst nochmal 1W6 Punkte Sanity. Das ist langsam ein bisschen alles innervierend und verstörend für dich. Und es stinkt. Und es stinkt, genau. Ja, ich habe es auch nicht geschafft. 1W6? 1W6, ja. 1W6, okay. Das sind nur Wenn ihr 5 oder höher mal. Würfelt? Nein, noch Gut. nicht. Noch Dann gibt's... Nein, es war eine 1. Ja, ja. Immerhin. Ja, tatsächlich dieser dieses Tal, dem kann man relativ gut folgen. Als ihr auf eine Stelle stoßt, wo tatsächlich es so aussieht, als wenn es zu einem Kampf oder ähnlichem gekommen wäre, ihr seht tatsächlich erneut eine von diesen Hyänengestalten, sowie einen Menschen, der auch so ein ähnliches Gewand trägt, wie Thukybides es getragen hat, beide versteinert. Der Typ mit dem Gewand hat tatsächlich ein Schwert in der Hand und wollte scheinbar gerade zuschlagen. Die Hyäne ist auch mitten im Sprung scheinbar erwischt worden. Aber vor denen liegt ein schuppiges Gestalt, schon halb zusammengesunken, über und über bedeckt von einer schwarzen Flüssigkeit. Vielleicht 3 Meter lang, wenn sie sich ausrollen würde, dieses schlangenartige Wesen. Es ist wirklich so, wie Herodotus beschrieben hat, ne? Eine große Schlange. Tatsächlich am Kopf, soweit man es noch erkennen kann, fast schon so eine Kamm auf dem Kopf. Und wie gesagt, über und über von so einer schwarzen Flüssigkeit bedeckt und dadurch auch schon scheinbar sehr schnell verwest, zusammengefallen. Also könnte das tatsächlich einer dieser sagenhaften Basilisken sein, von denen Herodot geschrieben hat? Dann scheint es ja doch ein echtes Tier zu sein. Ist ja nicht ausgeschlossen. Das ist gut. Sanity-Check, bitte. Was? Wieso? Das ist natürlich ein echtes Tier. Das ist doch... Alle? Alle. Ach, Mann. Ihr seht eine riesige Schlange, die von schwarzem Schleim bedeckt ist. Das, also bis Sanity habe ich bisher Glück. Das kann nicht sein. Lässt mich kalt. Ja, 94 sagt, das kann nicht sein. 94, okay. Ja. Also alle, die es geschafft haben, verlieren nur einen Punkt Sanity. Du hingegen, das ist ja wieder dieser schwarze Schleim, du spürst an der Stelle, wo du ihn eben hattest, fast schon wie er wieder deinen Arm hochkriecht. Du verlierst 2W6 Punkte Sanity. Oh. Das sind 7. Ja, und tatsächlich, du hast wirklich gerade das Gefühl, also die anderen sieht, da ist nichts, aber du hast wirklich das Gefühl, es zieht jetzt deinen Arm hoch und Richtung deines Kopfes und... Ich werfe vermutlich mein Obergewand auf den Boden, fange an, mich überall zu kratzen und vielleicht auch auf dem Boden zu wälzen. Ja, ihr könnt das sehen. Samus, das Richtige, was du jetzt tun solltest, ist, dich an diesem Wiesel zu reiben. Das sollte die Linderung verschaffen. Ich nehme das Wiesel und fange an, ihn mit diesem Wiesel einzureiben. Dann stinkt das zwar, aber vielleicht hilft's. Mach mal Fast Talk. Das kann ich doch Moment, nicht. Moment, Samus hat gerade so eine Art so epileptischen Kratzanfall ja. Medea reibt ihn mit einem Wiesel ein? Genau. Ich habe 5%, ich habe 5% und ich habe eine 3 gewürfelt. Also ich kann es wirklich, wirklich, wirklich schlecht, aber es könnte funktionieren. Samus, tatsächlich, Medea scheint doch Ahnung zu haben von echtem Wissen. Das hast du ja bisher immer nicht geglaubt, aber ja, das Wiesel, es muss helfen. Also du weißt nicht, warum du es glaubst, aber sie überzeugt dich. Und tatsächlich, als sie dann anfängt, dich mit dem Wiesel einzureiben, merkst du, dass das, also du glaubst, es verschwindet, aber eigentlich kommst du langsam nur aus deinem Warnzustand wieder raus. Es wird weniger. Es wird weniger. Es... Das Wiesel quietscht, während du es halt packst und über ihn reibst. Ja. Ich nehme meinen Sohn und sage, können wir darüber sprechen, wer zu unserem Hausstand weiterhin dazugehört, wenn wir nach Hause kommen? Und das ist die Weisheit aus dem Osten, die du so sehr schätzt, Mutter? Es riecht nach Wiesel. Und vor uns sehen wir nur diese... eingeschleimte Gestalt und die 2 Versteinerten, oder? Ja, und ansonsten, wenn du dich näher umschauen willst, bräuchte ich einmal einen Spot-Hidden-Wurf. Ja, ich würde mich näher um... Aber ich würde das Wiesel nicht loslassen. Ja, das Wiesel kannst du jetzt erstmal festhalten. Ja, mein erstes gelungenes Spot-Hidden. Ja, dann, wenn ihr euch ein bisschen näher da umschaut, könnt ihr feststellen, es ist so eine kleinere Höhle, geht etwas links tief in den Fels rein. Da stinkt es wirklich abscheulich. Schlimmer als Wiesel.
Aber wenn ihr da so ein bisschen reinleuchtet, ich nehme ja schon an, ihr habt euch mit Reiseausrüstung versorgt und eine Fackel dabei, es wird nämlich langsam auch wirklich dunkel, könnt ihr sehen, dass das aus wie eine Art Nest dort gebaut ist. Und das auch so aussieht, würdet ihr zwei, Samos und Medea, sagen, so mit eurem Natural World Wissen, das sieht so aus, als wenn es ein Nest wäre, wo eigentlich ein Ei drin liegen soll. Das ist auch so eingekerbt, als wäre da was drin gelegen, aber ihr seht kein Ei. Das Ei könnte das von diesem Schlangenwesen stammen? Möglich. Gab es denn einen geruchlichen Zusammenhang zwischen diesem Stinkenest und dem Viech? Willst du an dem Viech näher schnuppern, näher rangehen? Also, ich meine, wir sind ja schon auf so einem Level von Stink, wo es eigentlich egal ist. Also, wo an Synapsen eigentlich schon alles überfordert ist. Deswegen würde ich sagen, ja. Okay, du beugst dich runter und schnüffelst ein bisschen dran. Als du plötzlich, also, und ja, du würdest sagen, das ist der ähnliche beißende Gestank. Sehr anders als Wiesel. Also, du hast jetzt zwei Arten von Gestank bei dir. Ja. Und also ein bisschen näher, aber siehst du so von einer dieser Pfützen, dieser schwarzen Flüssigkeit, auf einmal wie sich so wie so eine Art kleiner Tentakel in deine Richtung plötzlich streckt. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Sanity. Sehen wir das auch? Du hast recht. Ja, ne? ihr anderen könnt das sehen, wenn euch ein Spot-Hidden-Check gelingt. Was macht das? Das also, scheint dir einfach immer näher und näher und näher zu kommen. Was macht das? Nein, was macht das mit meinem Hirn? Also ich habe den Wurf nicht geschafft. Du verlierst erstmal ein Sanity und du freest wahrscheinlich erstmal. Okay. So hat einer von euch seinen Spot. Ja, ich habe ein Viertel von meinem Spot hidden. Dann sieht jeder, der es geschafft hat, sieht tatsächlich, wie aus dieser schwarzen Schlammflüssigkeit, dass ihr sich ihr langsam nähert und mit der wie gebannt darauf starrt und in Schockstarre verfallen. Ich bringe ihn zur Seite und halte das Wiesel dazwischen. Ja, das ist. Und okay, er hält das Wiesel, ich versuche mal mit der wegzuziehen. Ja, du schaffst es, mit der wegzuziehen, die ist wirklich halt einfach nur paralysiert gerade. Tatsächlich, wenn du das Wiesel näher hältst, fängt der Tentakel an, Richtung des Wiesels zu gehen. Ich möchte gerne mein parfümiertes Taschentuch da drauf werfen. Also nicht aufs Wiesel, sondern auf den Tentakel. Dann schmeißt das drauf und es platscht halt hin und dann ist das Spuk gerade vorbei. Es hat doch gewirkt, Du hast gewirkt. Das Wiesel macht... Sehr gut. Die Geheimwaffe gegen das Tentakel ist Kölnisch Wasser. Ja. Denk dran, das Wiesel ist gut gegen Basilisken, nicht gegen Chumas Blut. Das ist nicht wahr. Ich habe eine eigene Erfahrung gemacht. Das Wiesel hilft gegen alles. Ja, du kannst dann auch wieder aus deiner Trance geschüttelt werden, aber das war jetzt, ich sag mal so, für vieles hiervon war ja bisher vielleicht noch eine halbwegs wissenschaftliche Erklärung oder sowas, aber das gerade... Schlecht vor lauter Gestank und ich schwindel schon so leicht. Das ist ganz, ganz. Also. Das war eigentlich gar nicht. Du hast das sah nur so ja, aus. Und, ja, ja, ja. Ja, ja. Mir ist so ein bisschen schwarz vor Augen geworden und schwindelig. Ja. Und es ist inzwischen übrigens jetzt auch wirklich finster. Scheiße. Und ihr seht über euch die Sterne funkeln. Und du würdest von deinem Astrologiewissen eben sagen: Ja, das ist genau das Sternbild, was du vorher gesehen hast. Du kennst dich halt aus. Ja, unsere wir haben keine Zeit. Theorie ist also, dass diese Menschen genau zu diesem Zeitpunkt ein Basiliskenei opfern möchten. Ja. Oder essen, das ist auch nicht ausgeschlossen, also, aber. Omelette. Jetzt. So ziemlich genau in. Ja, jetzt so langsam dürften sie anfangen. Jetzt dürfte es losgehen. Und. Wir müssen das Opfer entfernen oder den Magus umbringen, hat er gesagt. Und wenn wir mir ehrlich sind, zur Sicherheit am besten beides. Und wir haben ein Wiesel, das wir einsetzen könnten. Herodot quiekt. Wie ist denn, also ist das irgendwie auf einer Anhöhe, diese Höhle in diesem... Gebirge, das ist jetzt noch in diesem Tal, das halt eingeschnitten nach oben geht. Also wenn ihr dem weiter folgen würdet, würdet ihr wahrscheinlich irgendwann Richtung Gipfel dieses konkreten Berges hier kommen. Okay, aber sieht man auf dem Weg dahin andere Fackeln außer unsere? Dann müsstest du wahrscheinlich ein bisschen auf den Hang hochklettern, dann hast du bessere Sicht geradeaus. Dann würde ich das Wiesel abgeben an Medea und würde dann das... Brauche ich einen Climb-Check von dir. Es gibt keine Welt, in der das schief geht. Nö.
Ja, Moment, im Moment. Klettern ist eigentlich meine Aufgabe. Wir haben auch inzwischen Schicksalspunkte vom Chat bekommen. Ich glaube, mindestens du kannst, einen. Willst du einen Schicksalspunkt jetzt ausgeben oder willst du ein Stück abstürzen? Ich klettere. Ich stürze ein Stück ab. Also, das ist unwahrscheinlich. Dann verlierst du 1W3 Hitpoints. Das ist okay. Durch Abschürfungen und ähnliches. Und ich klettere mit 17 von 40. Ja, gar kein Problem. Natürlich kommst du da hoch. Wie ein junger Gott. Und du kannst einen Spot-Hidden-Check machen, plus 30, weil es ist nun mal dunkel und Fackeln sieht man recht weit. Und ich habe eine 5. Ja, dann kriegst du ein Häkchen, denke ich, wenn du da unter einem Fünftel bist. Also wenn du maximal. Ja, also bei einem Sechzehntel. Ja. Dann kriegst du ein Häkchen und du siehst tatsächlich etwa vielleicht noch so 150 bis 200 Meter voraus ist der Gipfel, da scheint es zu so einer Art Plateau zu kommen und dort siehst du tatsächlich Feuerschalen scheinbar aufgestellt, wenn du es richtig siehst. Also nur ein halbes Stadion weit? Ja. Ja, oder ein Stadion. Und ist etwas zu sehen, Herr? Das ist ja fast so weit, fast so nah dran, dass wir nicht laut rufen dürfen, oder? Ja, 100 Meter, also ist schon. Ihr seid in dieser Einkerbung quasi noch. Das heißt, das ist schon unwahrscheinlich, dass wenn ihr jetzt laut ruft, die euch jetzt hören. Da müssten sie schon ziemlich gut auf Listen würfeln. Okay, seh ich denn irgendwie einzelne Leute oder nur Feuerschalen? Nur Feuerschalen und dazwischen siehst du halt so Schatten sich bewegen, aber. Nicht viele zumindest. Ja, gut, dann rufe ich das runter. Ein Stadium weiter vorne sind Feuerschalen und vermutlich Menschen. Ja, dann. Ja, ich lese übrigens gerade im Chat, den Schicksalspunkt dürft ihr nur unter Wiesel-Einsatz benutzen. Ja, verdammt. Gut. Wiesel kann man ja für alles benutzen. Ja, das stimmt. Wirf das Wiesel auf den Hohepriester. Das ist ein Kletterwiesel, das kann man zum Einhaken nehmen. Ja. Gut, wollt ihr euch dann dahin auf den Weg machen? Ja. Wollt ihr dort heimlich ankommen? Oder wollt ihr einfach reinschlüpfen? Das wäre schön, aber ich befürchte, das ist einfach maximal unrealistisch. Wir möchten heimlich ankommen. Wobei, wir haben ja Dunkelheit und sie wissen nicht, dass jemand kommt. Vielleicht bevorteilt uns das ja in irgendeiner Art und Weise. Wenn ihr reinsneaken wollt, gebe ich euch tatsächlich einen 20% Bonus, weil es eben, wie du sagst, sehr dunkel ist. Ja. Reines Sternlicht. Und die sind sogar ja im Licht, im Fackelschein. Da, ne? Jeder, der schon mal gelabt hat, weiß, wenn man im Licht steht, sieht man nichts, was draußen ist. Was hast du gesagt? Plus 30? Plus 30. Plus 30. Du feilst besser als meine Oma. Ja, dann habe ich es auch geschafft. Ich habe es auch geschafft mit plus 30. Oh ja. Haben es alle jetzt geschafft? Ja. Ja, das Wiesel bestimmt auch. Das Wiesel sowieso. Ja gut, dann tatsächlich, weil Ivy so gut feilschen kann, habt ihr es geschafft. Niemand hört Hero.com. Schafft euch heranzuschleichen. Also das wird tatsächlich diese Einkerbung, also Tal ist natürlich geologisch gesehen falsch gewesen, aber ne, dieser Kerbgang weitet sich dann. Und dann seht ihr tatsächlich so ein Plateau und da sind vier Feuerschalen aufgestellt an den Ecken. Und in der Mitte könnt ihr tatsächlich sehen, das ist wie so eine Art fast schon natürliches Podest, auf dem tatsächlich ein Ei sich gerade befindet. In der Nähe steht ein Mann in orientalisch aussehender Tracht, also ähnlich wie das, was euer guter Freund Ampelios getragen hat, als ihr die Statue gefunden habt. Macht irgendwelche Gesten und rezitiert und singt. Welcher Sprache? In Sprache, die ihr nicht kennt. Es stehen zwei weitere Gestalten links und rechts hinter dem Ei. Also insgesamt sind es nur noch drei Leute. Der Rest ist entweder den Basilisken zum Opfer gefallen oder halt in der Wüste dann erwischt worden. Das Verstörendste daran ist allerdings gerade, dass über dem Ei in etwa 3 Metern Höhe sich wie so eine Art schwarze Wolke etwas zusammengebraut hat, wabernd und sich ineinander drehend, ölig glänzend. Wenn man drauf schaut, hat man fast das Gefühl, als würde man nicht in diese Welt blicken, sondern in eine andere. Und von dort tropft es runter und es scheint, dass dieser ganze Blob oben aus diesem schwarzen, dieser Flüssigkeit zu bestehen und es tropft auf das Ei und das Ei wird immer weiter und weiter und weiter umhüllt. Es ist noch etwa die Hälfte des Eis zu sehen. Müssen wir da auf Sanity werfen? Ja, bitte. Ich dachte, ihr fragt nie.
Warum fragt denn überhaupt irgendjemand? Entschuldigung. Nein, diesmal ist es misslungen. Ich bin fest entschlossen mit meiner Zähne. Ja, was, eklig tropfende Sachen. Hast du jetzt schon so Genüge gesehen, ne? Also alle, die es geschafft haben, verlieren tatsächlich nur einen Sanity. Und alle, die es nicht geschafft haben, verlieren 2W6 Sanity. Ja. Macht eins irgendwas besonders? Nee. Nö. Nee. Also, ich gestehe dir sogar zu, du verlierst gar keinen Sanity bei einer 1. Ja, ich habe eh schon so wenig. Ich verliere 6 Punkte. Oh. Dann wirst du jetzt auch definitiv erstmal irgendeine Art von Reaktion zeigen. Das ist zu viel. Also bis jetzt, ne, kann man vieles irgendwie erklären, ist vielleicht irgendein Gift, sonst was. Aber eine sich am Himmel drehende Wolke aus Schleim, von der es herabregnet, nur weil jemand irgendwie die Hände hebt und singt, das ist... Ich vermute, meine Reaktion kann nicht sein, dass ich einfach laut aufschreie und mit gezogenem Schwert auf den Priester zulaufe. Ich würde dir zugestehen, dass du tatsächlich laut aufschreist und mit gezogenem Schwert auf das Ei zurennst, aber dann könnte es natürlich sein, dass du nachher mit dieser schwarzen Substanz in Kontakt kommst. Ja, okay. Ja? Willst du? Ja. Gut. Dann tatsächlich, ihr habt euch gerade vor sich angeschlichen, schafft diesen Überblick, ihr seht dieses Ding und auf einmal snappt scheinbar irgendwas in Tiberius und er zieht nur sein Schwert und tatsächlich, ja. Auf der einen Seite machst du dir vielleicht gerade Sorgen und denkst dir, warum zum Henker habt ihr euch angeschlichen, wenn er jetzt losrennt? Aber dieser Kriegsschrei, das ist genau früher, wie wenn dein Mann im Wagenrennen losgerannt ist. Also das ist, auf einmal siehst du kurz deinen Mann in ihm. Mit aller Tatkraft, mit aller Männlichkeit. Im Wagenrennen. Und das mit meiner Schönheit, mein Gott! Unbesiegbar, wenn er das überlebt. Ja, tatsächlich scheinen die dann euch bei diesem Schrei auch bemerkt zu haben, Überraschung, als Tiberius vorstürmt. Was wollt ihr anderen denn jetzt machen? Haben sie uns alle bemerkt, tatsächlich? Oder? Also du würdest sagen, sie haben wahrscheinlich vor allen Dingen Tiberius gerade bemerkt, der jetzt aus der Dunkelheit quasi auf sie zugerannt kommt. Weil vielleicht können wir das nämlich benutzen, dass er gerade so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich meine, die werden sich wahrscheinlich denken, dass da noch irgendwo jemand ist, aber gerade Samus und ich, wir sind ja eher klein. Und hässlich, also und, ich zumindest. Und unbewaffnet. Und er hat ein Messer. Ich habe ein Messer. Oh, ich hab das Wiesel. und wir könnten uns vielleicht irgendwie an der Seite lang entlang schleichen. Wo steht denn genau dieser Beschwörer? Wie darf ich mir das vorstellen, so grob? Also es ist wirklich viereckig mit den Feuerschalen. Ja. Und stehen jetzt auch dann vielleicht so 3 Meter nur entfernt von der ganzen Szene von der Mitte. Das ist also relativ eng auf dem Plateau. Der Beschwörer steht rechter Hand und die zwei Gestalten linke Hand von euch. Mittig dadurch versucht gerade Tiberius zu rennen. Toll eigentlich. Wenn der Magus so rechts außen quasi irgendwie ist, könnte man ja in die Richtung vielleicht sich drücken und dann, keine Ahnung, benutze Mann mit Wiesel oder so. Oder irgendwie, um ihn halt zu stören. Oder du kannst ihm ein Messer ins Auge stecken oder ins Bein oder in den Fuß. Das ist ja egal. Also heißt aber, ihr würdet versuchen, erstmal in den Schatten euch rechts rum zu schleichen. Dann fangen wir doch mit euch auch an. Dann bräuchte ich mal einen Sneak-Check von euch nochmal. Das ist der keine Boni mehr. Was? Wieso nicht? Warum? Wir sind doch alle gerade sehr abgelenkt. Ja, exakt. Also ich verstehe das nicht. Okay. 10%. Aber das ist mein letztes Wort. Okay. Ja, wie bei Oma hier. Leider nein. Sagen wir 15. Das hilft auch nicht. Also ich meine, es ist Wiesel-Einsatz. Für einen von uns beiden könnte das genügen. Ihr könntet einen Schicksalspunkt, wenn es gibt. Wie viele haben wir aus dem Chat, wie viele haben wir gekriegt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe nur den einen gesehen, weil ich den Chat gesehen. Auch nicht so religiös gelesen habe. So, ihr könnt natürlich noch eure Glückspunkte einsetzen, ne? Aber ich bräuchte... Da bräuchte ich zu viele für. Ja, okay, warte mal. Ich bräuchte 20. Ich mach das jetzt. Drauf. Piep, piep, piep. Ich nehme mal 20 Glückspunkte. Damit hätte ich meinen Schleichenwurf gerade so geschafft. Dann nehme ich den Schicksalspunkt und würfel neu. Mach das. Du hast es geschafft, Alia? Dann habe ich kein Glück mehr. 7 von 14. Okay, das Glück ist Wiesel. Und der Chat hat euch geholfen. Das Wiesel. Perfekt. Tatsächlich, es ist ja Wiesel-Einsatz, Erik, du schleichst an und plötzlich zwickt das Wiesel dir leicht in die Hand, du hältst das ja die ganze Zeit, ne? Und bist kurz irritiert, guckst nach unten, warum es machst und siehst, dass du gerade scheinbar direkt vor deren Lager warst, wo irgendwie deren Kochgeschirr und sowas ist, wo du gerade fast reingelaufen wärst und das Wiesel hat dich davor bewahrt. Ich
schaue es unendlich dankbar an. Ja, und das Wiesel guckt dich aus weisen Augen zurück an. Ja, und dann kannst du halt einen Bogen drumherum machen und schaffst es dann. Und tatsächlich schafft ihr es dann in den Rücken des Magus. Aber erstmal, Tiberius, mal gucken, ob du noch lebst. Die zwei von hinten versuchen tatsächlich, sich quasi zwischen dich und das, beziehungsweise nein, einer versucht sich zwischen dich und das Ei zu wägen, der andere zwischen dich und den Magus, weil sie wissen ja gerade noch nicht, was du angreifen willst. Die Frage ist tatsächlich, ob du es schaffst, an dem einen Kämpfer vorbeizukommen. Dafür würde ich von dir gerne einen Dodge-Wurf sehen. Okay. Weil du bleibst dabei in deinem Wahn, ne? Du willst das Ei da jetzt wegschaffen. Oh ja, mit 18 mache ich quasi eine Rolle durch seine Oberbeine durch und komme auf der anderen Seite wieder hoch. Ja, tatsächlich. Also das siehst du auch wieder, Alia. Ich bin so stolz. Es ist wie eine Inkarnation des Mars, wie er da gerade lang stiebt. Meinen Lenden entsprungen. Und als nächstes bräuchte ich von dir tatsächlich, wenn du das Ding jetzt wirklich umtackeln willst, runter von diesem Ritualplatz, weg von dem Schleim, bräuchte ich einen Jump-Check von dir. Jump, okay. 34 von 40. Tatsächlich, auch das, du siehst dann, wie er abhebt, mit der Schulter gegen dieses erstaunlich stabile Ei kommt und das beide zusammen runterkullern. Und jetzt bräuchte ich tatsächlich einen Luck-Check von dir. Und ich gebe dir eine 20er Schwernis, weil das gerade ziemlich Luck, es tut mir so verrückt leid. Ist, was du da tust. können wir über die Schwernis nochmal reden? Nein. Na toll. Also mit also ich hab 60, das heißt nur noch 40, aber ich habe eine 54 gewürfelt. Ja, dann reicht es nicht. Ja, und landest, du siehst, wie das Ei wegkullert und dabei dieses schwarze Zeug immer weiter wegspritzt auch und denkst noch, ha, es geschafft hast, bis du auf einmal merkst, dass irgendwie du was Öliges im Gesicht hast und wenn du da hinpackst, auf einmal siehst, dass diese Flüssigkeit sich jetzt über deinen Körper ausbreitet und auch schon anfängt, in deine Nasenlöcher zu ziehen und ich hätte gerne nochmal einen Sanity-Check von dir. Ah! Und das siehst du also natürlich auch, Alia. Und von ich schreie jetzt unabhängig vom Sanity-Check. Ja, dann bitte einen Sanity-Check auch von dir, ja. Der Sanity-Check ist nicht mehr gelungen, weil ich natürlich nicht mehr so viel habe, wie ich mal hatte. Dann verlierst du nochmal 1W6 Punkte. Und Alia möglicherweise auch. 2. Ja, dann sagen wir mal, Alia ist wahrscheinlich jetzt gerade kurz out of order. Also ich schreie einfach nur, solange ich noch schreien kann. Ja. Ich schreie mit. Und der Magus, ihr schleicht euch ja gerade an, ihr seht jetzt noch, der scheint erst kurz zu stocken und Panik zu kriegen, also seht euch Panik sammeln, bis er sieht, dass der Schleim scheinbar jetzt auf ihm ist und er sich nur leicht dreht und weitermacht und tatsächlich die Wolke sich dann auch jetzt so ein bisschen zu Tiberius dreht. Das heißt, er hat scheinbar ein neues Opfer gefunden. Aber immerhin bin ich ein mächtiges Opfer, das ist ja schon mal... Das muss er ausprobieren, du bist das Einzige, was er gerade hat. Ja, euch hat er allerdings den Rücken zugewandt. Ich bräuchte... macht bitte beide nochmal einen Sneak-Check. Mal gucken, ob der zweite Typ, der den Magus beschützen wollte, euch gesehen hat. Ich bin 30 unter meinem Spot. Wie weit seid ihr unter eurem Sneak? Ich habe 4 gewürfelt und bin nur 10 drunter. Ich habe nur 10. Dann wirst du entdeckt, tut mir leid, Medea, und tatsächlich dieser Mensch mit seinem Kurzschwert stürzt sich auf dich und versucht dir das Kurzschwert in den Leib zu rammen. Du kannst dodgen, wenn du möchtest. Ich vermute, du kannst das nicht sehr gut, aber... Ich kann das wahrscheinlich nur so, wie es auf meinem Charakterbogen steht. Ich würde dich mich sonst auch treffen. Ja, Dex plus 2. Oh, Dex! Oh Gott, was habe ich denn... Ach, du heiliger Strohsack. Mal 2. Dex mal 2. Mal 2. Ach so, mal 2. Ist es immer noch schlimm genug? Es reicht aber... Du, tatsächlich, also du siehst panisch diesen Typ auf dir zukommen, der versucht, dir ein Schwert in den Leib zu rammen und irgendwie schaffst du es, ein Stück nach hinten auszuweichen, dass er ins Leere sticht. Ja. Dich scheinen sie hingegen nicht bemerkt zu haben bisher, Samus. Oh, go, go. Wunderbar. Dann würde ich mich mit Wiesel und würde mein Messer quasi unter der Robe hervorziehen, dich nicht mehr an, aber so unter meinem Gewand hervorziehen und versuchen, dem Beschwörer das in die Nierengegend zu stechen, so oft es geht und so schnell wie möglich. Ja, also der hat dich bisher nicht bemerkt. Das heißt, du kriegst tatsächlich einen 20er-Bonus auf deinen Small-Knife-Angriff. Jawohl.
Ja, dann reicht das. Schmeißt Bin du ein das Wiesel bisschen auf mehr ihn oder CP. hältst du das weiter fest für als Emotional Support Wiesel? Ich würde, also ich meine, ich sehe ja auch das mit der Wolke und dem schwarzen Ja. Zeug, dann würde. Nee, ich würde das behalten als Emotional Support Wiesel. Ja, Warum okay. sollte ich den komischen Römer? Nee, das bleibt Gibt schon doch bei mir. überhaupt keinen Sinn, das jetzt abzugeben. Sage ich halt, ich meine, soll der dich beschützen, nicht andere, Ja, ne? eben. Also, Ja, hast du es also, geschafft, ja, dein Small genau. Knife? Also ich Ja. bin ein bisschen über der Hälfte, aber ja. Ja, dann schaffst du es tatsächlich, ihm das in den Rücken zu rammen und immer weiter zu rammen. Die Frage an dich wäre jetzt mit der, und Alia, ich würde sagen, du kannst jetzt auch wieder handeln, wenn du möchtest. Erstmal an dich, was tust du? Dein Sohn ist offensichtlich in Gefahr. Du erinnerst dich möglicherweise auch noch daran, dass den Magus umzubringen das Einzige ist, was da hilft. Ja, ich habe ja auch ein Messerchen dabei. Und ich würde jetzt direkt frontal auf den, weil es ist mein Sohn. Ja, das heißt, du würdest dich dabei auch in Gefahr bringen und in Reichweite des Kämpfers vorbei. Ja. Dann gucken wir mal, ob der dich dabei erwischt. Möchtest du dabei dodgen oder möchtest du nicht? Wenn du nicht dodgst, gebe ich den Bonus auf deinen Angriffswurf. Ich möchte nicht dodgen. Tatsächlich erwischt er dich dann auch mit seinem Gladius. Also du rennst einfach nur mit dem Messer wie eine Furie auf Natürlich. den Magus zu, der gerade versucht, deinen Sohn zu töten. Alles, was du noch hast im Leben. Du merkst kaum, wie du mit dem Kurzschwert einmal am Arm erwischt wirst. Du kriegst 5 Punkte Schaden und stichst ebenfalls auf diesen Magus ein, sodass ihr wie. Es ist noch nicht passiert, aber wie der einst Cäsar im Senat von vielen Messerstichen getroffen zusammenbrechen wird, erstickt auch ihm plötzlich die Stimme im Hals. Und als er zusammenbricht, seht ihr dann auch, wie über Tiberius diese schwarzen Tropfen wieder anfangen, nach oben zu fließen, wieder alle Naturgesetze. Und dann nach und nach und nach diese Wolke verschwindet. Und tatsächlich der letzte Kultist, als er das sieht, wie sein Kumpel auch noch. Tatsächlich einfach jetzt nur noch Reißaus nimmt. Möchtet ihr nach Tiberius sehen? Kann ich mich wieder bewegen? Kommen wir gleich zu. Noch nicht. Nein, ja, kann ich, also ich kann ich überhaupt nach irgendwas sehen, außer nach diesem schwarzen Regen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich möchte weiter auf den Hohepriester einstechen. Ja, bis er nur noch Hackfleisch ist. Ja, kannst du machen. Ich sehe nach meinem Wiesel, dass es nicht verletzt wird. Dem Wiesel geht's prima, das quietscht gerade ein Ja. bisschen. Wenn der Regen aufhört, der Regen auf, Ja, er dann ist könnte ich weg. nach Crispinus gucken. Ja, ich nehme an, Alia geht dann auch dahin gestürmt. Natürlich. Tatsächlich ist es so, dass dieses Blut von Chuma komplett verschwunden ist. Aber, was ihr sehen könnt und was Alia für dich vielleicht fast noch schlimmer ist als dein Sohn tot, denn er atmet, keine Sorge, aber dort, wo das Blut über ihn gelaufen ist, überall dort hat er jetzt wie ein rotes Hautmal, einmal so quer über das Gesicht. Oh nein, dein Antlitz! Du lebst, du atmest, dieses Gefühl, du hast immer noch das Gefühl, dass irgendwie deine Brust schwer ist, deine Glieder erst langsam du wieder Kontrolle drüber kriegst, hast auch so ein Brennen im Gesicht und hier über die gesamte rechte Seite. Aber du atmest, du kannst deine Mutter über dir sehen. Der riesige Tränen aus den Augen fallen. Samus, gib mir Ist das Wiesel! alles bringe ihr in das Wiesel. Ordnung? Ich bringe ihr das Wiesel. Ja, du bringst ihr das Wiesel. Ich nehme das Wiesel und fange es an seinem Gesicht zu reiben. Okay. Hat wohl geholfen. Ja, jetzt stinkst du auch noch, aber das Hautmal geht tatsächlich nicht weg. Verdammt, das ist durch das Make-up durchgeätzt. Ich reiche Samus das Wiesel wieder. Nehmen wir Und es dann werde ich in vorsichtig. Zukunft etwas mehr auftragen müssen. Ich guck Mein mal, ob er Sohn, danke. körperlich was fehlt. Fehlt ihm Nee, Körper? er Nee? scheint, also er ist noch geschwächt, er kann sich gerade, also er braucht Hilfe beim Aufrichten, aber er scheint keinen dauerhaften Schaden davon getragen zu haben. Das hätte ihn scheinbar sonst langsam wirklich erstickt, weil das in seine Nase und seinen Mund sonst reingelaufen wäre. Und das wäre auch dafür nötig gewesen, dass für das Opfer, damit Chuma kommt, wäre es nötig gewesen, dass er komplett von dem Zeug umhüllt wird. Und so weit war es noch nicht. Wie geht's eigentlich dem Ei? Das liegt ein bisschen weiter am Abhang runter, wenn du guckst. Das ist an einer Stelle leicht eingedellt.
Aber scheint noch nicht jetzt dauerhaft, also nicht zerstört zu sein. Wenn du die Hand drauflegst, hast du auch das Gefühl, dass da drin sich irgendwas bewegt. Das können wir zu Forschungszwecken mitnehmen. Es ist oder bestimmt einfach für Sammler, zerstören. Es ist für Sammler bestimmt eine Menge Geld wert. Mhm. Es wäre gut, wenn wir ein bisschen mehr Geld hätten, wenn mein Sohn jetzt so aussieht. Zur Mutter. Was ist passiert? Oh Gott, wie sehe ich aus? Es ist alles in Ordnung, Herr. Das ist nichts, was ein guter Medikus nicht wieder hinkriegt. Den man bezahlen muss, packt das Ei ein. Ja, sehr wohl, Herrin, sehr wohl. Ihr packt das Ei ein, okay. Gut. Ja, sonst gibt es hier auch nicht mehr viel zu tun. Ihr könnt jetzt höchstens noch die Tasche mitnehmen, wo noch Unterlagen von diesem Magus drin sind. Dachte ich mir. Die man bestimmt auch verkaufen kann. Garantiert. Und dann könnt ihr zurück nach Kyrene. Wie erklärt ihr anderen Leuten, dass er plötzlich so ein Mal im Gesicht hat? Sonnenbrand. Das schminken wir drüber. Okay. Er ist das Klima hier nicht gewohnt und die Sonne auch nicht. Und er ist auf der einen Seite besoffen eingeschlafen in der Pfütze. Mein Sohn ist nicht besoffen eingeschlafen. Das wäre nicht das erste Mal. Wenn ihr wieder in die Stadt kommt, ist es tatsächlich so, stellt ihr fest, dass Thukypides sich scheinbar aus dem Staub gemacht hat. Er hat noch sich vom Arzt versorgen lassen. Der Arzt hat ihm gesagt, er soll sich ausruhen. Und als der Arzt das nächste Mal nachgeschaut hat, war er weg. Tatsächlich ist es so, dass Ampelion nicht wieder auftaucht. So ein Wunder. Überraschend. Ihr bleibt wahrscheinlich noch eine Zeit lang da und seid schockiert, dass Ampelion nicht wieder auftaucht. Ja, also so unhöflich. Und sorgt dann mit dafür, dass er für tot erklärt wird. Wir lassen auch die Statue verschwinden, oder? Aber wir haben ja auch genügend Zeit, um sämtliche Schuldscheine zu finden. Und, ja, tatsächlich. Und von mir aus noch neue zu machen. Wir lassen aber auch den seltsamen kleinen Altar und die Roben und alles verschwinden aus dem Kämmerlein. Ja. Ihr schafft alles weg, was ihn zum Frevler oder Verräter machen würde. Und tatsächlich wird er dann auch nach einiger Zeit wird davon ausgegangen, er ist scheinbar irgendwie entweder geflohen, weil er Schulden hatte, oder er ist vielleicht auch gestorben, man weiß es nicht, aber er wird halt quasi in Absentia, wird über seinen Besitz verfügt, dass er benutzt wird, um alle seine Gläubiger auszuzahlen, das seid nicht nur ihr, aber ihr kriegt euer komplettes Geld und dadurch ist euer Haus erstmal auf einen Schlag wieder saniert. Das heißt nicht, dass ihr nicht in Zukunft auch kluge geschäftliche Unternehmungen machen müsst, aber erstmal ist der Lebensstil gesichert für die nächsten 2-3 Jahre. Wie zum Beispiel ein seltenes Ei verkaufen? Ein seltenes Ei verkaufen. Was genau wollt ihr damit machen? Ihr könnt mal einen Natural World Check noch machen. Ja, ich darf es ja nicht entscheiden, aber ich würde es halt gerne für wissenschaftliche Zwecke an irgendeine Universität bringen, wo man es erforschen kann. Vorzugsweise nicht nach Rom. Wieso? Vorzugsweise nach Rom bringen. Vorzugsweise an eine Universität, die dafür Geld gibt. Ich bin relativ redegewandt und habe in Redekunst einiges. Das Ei sagt mir nichts, aber ich habe schon direkt, würde ich an einer Epik arbeiten, um das an einem beliebigen Markt möglichst anzupreisen. Da kann man sein exotisches Äußeres auch mal nutzen. Hast du Natural World geschafft mit dir? 30 von 50. Ja, dann wirst du sagen, das dauert wahrscheinlich nur noch so 2-3 Wochen, bis das Ding schlüpft, so von wie das ausschaut. Ja. Ja, also 2-3 Wochen haben wir noch, um es zu erforschen. Danach schlüpft es. Oder zu verkaufen. Naja, aber also das ist schon riskant. So ein machen wir an der Stelle mal einen Cut, weil das müsst ihr jetzt nicht jetzt entscheiden. Das heißt, ihr habt ein Basiliskenei und ihr werdet in den nächsten 2-3 Wochen entscheiden, was ihr damit tut. Oder habt ihr plötzlich einen Basilisken. Was passiert mit Herodot? Ich denke, das ist die wichtigste Frage. Das Wiesel. Der bleibt nicht in meinem Haus. Der stinkt. Außerdem hilft er gar nicht. Er hilft sehr gut. Das heißt, Samus, du wirst auch entgegen die Anweisungen Herodot versuchen, irgendwo zu verstecken und zu behalten. Ja. Ansonsten tatsächlich, dass diese Rötung im Gesicht scheint nicht von selbst wegzugehen, merkt ihr dann nach den 1-2 Wochen. Das heißt, die Suche nach jemandem, der möglicherweise das alles heilen kann, vielleicht sogar einem Magus, könnte euch in ein neues Abenteuer bringen.
oder auch die Suche nach Thukydides oder nach sonst irgendwas. Aber das sehen wir dann, ob das noch passiert. Bis dahin habt ihr es geschafft, ohne dauerhafte geistige Verheerung hier rauszukommen, auch wenn ihr sicherlich eine Zeit lang dran zu knapfen habt, denn Sanity kriegt man tatsächlich auch hier nur zurück, wenn man sich erholt in Cthulhu Invictus. Mhm. Heißt Erholung, entweder in eins dieser römischen Seebäder, Neapolis oder so zu gehen, oder tatsächlich die Spiele zu besuchen, denn auch Gladiatorenkämpfe oder Kämpfe von Mensch gegen Tier zu beachten und dadurch die Sterblichkeit wieder live zu sehen, dieses blutige Spektakel, das gibt einem in Cthulhu Invictus tatsächlich Sanity zurück. Ich habe gehört, Pompeji soll diese Jahreszeit sehr schön sein. Pompeji soll ja, sehr schön sein. Ja, Pompeji. Ja. Gut, es war mir eine Freude, dass ihr euch mit mir ins alte Rom begeben habt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Ich hoffe, die Zuschauer hatten auch Spaß. Und dann sind wir für heute durch. Vielen Dank. Vielen Dank, Uli. Das war sehr schön. Ja, ihr habt mir auch sehr viel Freude gemacht. Und Tiberius, ich hoffe, deinem Gesicht wird es irgendwann wieder besser gehen. Weil jetzt, wenn deine Mutter dich anschaut, hat sie wahrscheinlich immer so einen leicht traurigen Blick. Ja, das ist das Schwerste daran. Ich finde es so traurig, dass deine Mutter dich nur über dein gutes Aussehen definiert, naja, weißt du? Ich sah ja immer so aus wie sie, nur männlich mit lockigen Haaren. Ja, ach, ja. Tragisch. Tragisch. Ja, mehr als das Äußere hat er ja auch nicht, wenn wir mal unter uns Frauen reden. Ja, hallo? Also, wir könnten noch, also ich meine, jetzt, wo er nicht mehr so top aussieht, ja, wir könnten einfach jeden Tag zweimal die Anzahl an Lektionen machen und noch was aus ihm machen. Er ist ja nicht dumm im Kopf, ja. Wir könnten aber auch noch 2, 3 von den Eiern sammeln, dann haben wir ein bisschen mehr Geld, dann muss er gar nicht so schlau. Gut, das ist wahrscheinlich eine Frage für ein andermal. Okay, die allische Basiliskenzucht. Genau, oh je, für was diese Familie berühmt werden wird, ich sehe es schon. Die Gierde Alia. Aufgezogene Basilisken, ja. Nur 6000 Sesterzen. Mhm. Live beim Schlüpfen dabei sein, das kann man auch verkaufen, ein Event. Danach könnt ihr noch Statuen verkaufen. Mhm. Ja. Ja, oder ihr könnt all eure Gegner und Feinde einladen zum Schlüpftag. Ja? Aber nicht von uns, denn wir haben Herodot. Wir haben Herodot, genau. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Uli. Es hat echt Spaß gemacht. Ja, also ich fand das total gut. Anders als sonst so Römer. War schön. Ja. Ja. War ein toller Abend. Ja, auf jeden Fall. Was machen wir sonst noch so den Rest der Woche? Es wird, ich glaube, die vollste Woche seit langem. Wir hatten jetzt heute ein Action Play. Morgen spielt Nessie ab 18 Uhr Drakensang. Danach gibt es einen tollen Talk mit Gunnar Lott vom Stay Forever Podcast. Am Mittwoch, es ist so viel, am Mittwoch spielen wir, glaube ich, am Mittwoch spielen wir ausnahmsweise nicht. Da machen wir einen Talk zu einer Rollenspielrunde, die wir am Samstag im Rahmen von der Conspiracy spielen. Und zwar sprechen Nico und ich über Spire. Schon mal so ein bisschen vorglühen, was ist das Setting, was kann man denn so, was gibt es da und was macht es? Das machen wir am Mittwoch um 20 Uhr. Am Donnerstag spielen wir dann Dungeons and Dragons um 19 Uhr mit und zwar ist das die Fortsetzung von unserer Runde, die wir zur Comic-Con Stuttgart angefangen haben. Aus den, genau, der One-Shot, den wir fertig machen, aus den Candlekeep Mysteries. Dann spätabends, ich glaube ab 22 Uhr, gibt es Worldbuilding oder Rollenspielbuilding mit Thomas Römer. Freitag wird dann wieder gezockt abends und am Wochenende ist Conspiracy und das Programm dafür gibt es im Internet, weil es ist so unfassbar viel Kram und wird bestimmt total gut. Toller Kram. Aber genau, toller Kram. Also was für spielen wir? Wir spielen Spire, es wird Splittermond gespielt am Samstagabend, es gibt mit Sicherheit auf Shadowrun irgendwann, gibt es bestimmt Shadowrun. Ist das Wiesel oder so ähnlich. Genau. Du bist das Wiese. Ja, und also es wird eine geschäftige Woche. Wir hoffen, ihr hattet hier Spaß. Ihr habt noch viel mehr Spaß, uns den Rest der Woche zuzugucken. Und habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich schon. Aber gehen wir mal davon aus, dass nicht. Also vielen, vielen lieben Dank fürs
leiten fürs Spielen, fürs tapfere Durchhalten. Und ich drücke auf den Knopf, ihr könnt huldvoll winken und letzte Worte loswerden. Huldvoll, nicht vergessen. Nacht. Vielen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht.